Ja, und damit, liebe Leute, willkommen zu Devotion, ein neues Horrorspiel auf Steam. Oder besser gesagt nicht, denn zur Zeit dieser Aufnahme ist das Spiel leider nicht auf Steam zum Kauf erhältlich, weil man hat sich da wohl so ein bisschen ein Scherzchen erlaubt gegen die chinesische Regierungsspitze und aus dem Grund wurde es dann entfernt von Steam, um eben diesen Unstimmigkeiten zu entgehen. Nichtsdestotrotz werde ich es jetzt für euch spielen. Ich glaube, die entfernen diesen Bug, dieses Easter Egg. War kein Bug, es war ein Easter Egg, was da eingebaut ist, aber irgendwie hat es keiner, den ich kenne, gefunden. Und ja, jetzt spielen wir das Ding mal. Ich sag gleich dazu, das Spiel ist komplett auf Mandarin, also die Sprachausgabe ist Chinesisch, Mandarin, ne? Was weiß ich, ich kenne mich da nicht aus. Und die Untertitel sind in Englisch. Ich werde, wenn es Texte gibt, übersetzen. Ansonsten tut es mir für die, die das Englische nicht so mächtig sind, ein bisschen leid. Wir starten neu. Viel Spaß, wenn man denn so sagen kann bei einem Horrorspiel. Ich freue mich drauf. Bis gleich.跟你说，今天我买菜的时候遇到楼下的贝贝，他说他孙子最近很晚回家，该不会是学坏了？还好我们家美心不会这样乱跑，不然光担心哦，都不用做事。不过今天主任打来，说美心在学校又跌倒了，哎。 你不要又跑到学校跟主任反映哦，小孩子本来就是跌跌撞撞才会长大嘛。哦，对了，下次提醒我买点水果送给老师，他的老师那边就整个人都变活泼了。我觉得这就是功德吧。现在他终于离他的梦想越来越近。 这几年我们将支持他，也总算是有回报。好了，剩一道菜就可以吃饭了。所以美心人呢？美心，美心在哪？ okay, krass. Also es geht wohl um unsere Tochter Meixin. Es hieß kurz eben noch am Anfang, sie ist wohl hingefallen in der Klasse, in der Schule und wir sollen jetzt nicht sofort losstürmen und den Direktor wieder anschreien. Was passiert halt mal, Kinder schubsen sich und fallen hin und stehen aber auch wieder auf und ja, sie muss halt gefördert werden, die Tochter, sagt die Mutter. Wie viele Bücher hier rumlagen überall? Und jetzt kann ich spielen. Okay, das ist wohl unsere Wohnung immer noch. Ja, Meixins Doodles, also sie hat halt einfach mal so ein bisschen hingekritzelt. Ein Bild gemalt von Meixin. Das sieht fantastisch aus übrigens. Also ich glaube, Chinesen, die sind da immer so ein bisschen emsiger wahrscheinlich. Okay, was? Li Fangs Foto. Oh, Li Fangs Porträt. Was? Her key power dress helped establish her iconic image. Iconic image. Also sie sieht sehr gut aus in dem Kleid, würde ich mal behaupten, oder? Ist das unsere Frau? Ist das ein... Was? The Red Arowana. Petfish considered to bring luck and prosperity. Also der Fisch, der soll Glück bringen. Ein Haustierfisch. Das ist ja viel zu klein für den, dieses Aquarium. Okay, Leute, es ist saudunkel, aber ich hoffe, ihr seht ein bisschen was. Es hat wieder dieses asiatische Schwarz. Alles ist so blau. Kein Scherz. So asiatische Filme, wenn die richtig, richtig dunkel sind, dann ist es immer blau. Die hat sie wohl gekocht, unsere Frau, ja. Das Spiel soll nicht so lange gehen, hat auch ziemlich fiese Jumpscares, habe ich schon gehört, also... Ihr seid gewarnt, wenn ihr nicht auf sowas steht. Ich werde... Was? Okay, der Fernseher ist wieder angegangen, hallo. Bin gerade ausgemacht, zerfix. Ja, also ich sag's gleich dazu, ich werde halt versuchen zu übersetzen, wenn was Englisch kommt und... Ansonsten
Viel Spaß jetzt. An der Stelle, ich finde es übrigens immer sehr cool, wenn ihr meine Videos unterstützt und was Nettes schreibt oder eine Bewertung da lasst. Das könnt ihr ja gerne jetzt schon mal machen, dass ihr es nicht vergesst. Ich gebe ja zu, ich vergesse das auch immer. Da gibt es aber auch gewisse Add-ons, glaube ich, für Chrome oder so. Fürs Handy weiß ich jetzt gar nicht. Das Jahr des Hasen 1987. Okay, ich bin 1981 geboren, also habe ich damit nichts am Hut. Ja, ich bin alt. Okay, das ist wieder die Wohnung, jetzt aber mit Licht. Hm, ja, es ist so die Anzeige der Größe, wie groß sie ist. Meishin. Was wie? 1,24 oder ist sie... Ich kann es nicht lesen, wie alt sie ist. Naja. Ich war mit 2 Jahren schon 98 cm, also ich glaube, ich war ein sehr großes Kind. Also ein Meter mit 2 Jahren, habe ich mir sagen lassen, hat mir meine Mutter erzählt. Wie groß wart ihr denn? Wart ihr auch so klein als Kind wie Meishin oder... Warum leuchtet die Flasche so komisch? Die Frau freut sich. Ja. Ja, das, vom anderen Apartment kann man die Feuertreppe sehen. Ich frage mich, was hier der Horror wird. Was, ah, guck mal, das ist die Family. Achso, das ist doch unsere Frau, die mit dem Kleid. Ein Familienporträt, Meishin, Li Fang und ich. Und wir sind ein Riese, wir sind der Slenderman wahrscheinlich. Der chinesische Schlendermann. Denn hier, der 7. ist eingekreist. Hey, wir haben 87. Spiel also 87, gut zu wissen. Wahrscheinlich geht's irgendwie um unsere Tochter, um den Verlust oder was? Oh, Badezimmer. Okay. Roter Regenschirm. Na, ist das gruselig? Ich kenne mich jetzt nicht so aus mit Symbolik im Fernen Osten. Okay, das ist eindeutig. Das ist nicht Dorothy. Geh jetzt... Sie war nicht so nett zu uns jetzt. Herz. Ah, Leute, wenn ihr neu seid, ich bin Schreihals, oder das wisst ihr, ich kann das nicht zurückhalten. Ich bin sehr laut. Also Headphone-User, bitte passt auf eure Ohren auf. Es platzen hier Trommelfälle. Oh. Hausschlüssel. Für was? 1980 steht da drauf. Das ist doch schon eher mein Jahrgang. Ah, ja, das ist Affen. Okay. Ich bin kein Affe. Zum Glück. Oh, Year of the Monkey. Ja. Ah, Inventory. Ach so, 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 so. Chi, 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 chi. Chi, chi, chi. Ah, chi, chi, chi. Das kann ich. Das heißt so wie okay, okay. Ja, ja. Chinesisch halt, ne? Oh, warte mal. Jetzt habe ich irgendwas, einen Text war da. Dr. Feng Yu. Ich habe Feng Shui beinahe. Episode 1. Szene 1. Wohnzimmer. Tageszeit oder Tag und Einrichtung oder Innenbereich. Ja, Close-up auf den Mann. Der Ehemann trägt eine Pflanze zum Fenster und stellt sie auf die Fensterbank. Der Ehemann lächelnd. Die Menschen sagen, dass die Tulpe Eleganz und süß oder ja, Süße, also wenn jemand süß ist, symbolisiert. Wie unser kleines Kind. Die Frau. Ha, als würdest du das wissen. Unser Kind ist noch nicht geboren worden. Na gut, lass uns jetzt fertig machen mit der Organisation und dann das Essen zubereiten. Die Blume wird noch nicht so schnell blühen, also lass uns essen. Die Suppe wird kalt. Hm. Dann Close-up. Und das Pärchen bereitet ihr Heim vor. Sie hängen die Bilder auf leere Wände und setzen die Medaillen in das Kabinett, also in den Schrank. Und stellen ihre Vasen, also ihr China, also ihr Porzellan auf die Regale. Mit einer menschlichen Hand wird... fühlt sich diese leeren Räume immer mehr wie ein Zuhause an. Nachdem sie die Möbel ausgerichtet haben, geht der Mann zurück in den Flur und ja, also den Living Hall, also das Wohnzimmer und wartet und findet seine Frau vor, die ein Geschenk für ihn hat. Ist das hier ein Theaterstück? Und die ist aber hübsch, die Frau.
Ist eine hübsche, finde ich. Foto. Oh, was? Ein Foto von Li Fang in ihren glorreichen Zeiten oder glorreichen Tagen. Oh. Unterschriften der Filmcrew sind auf dem Bild. War sie eine Schauspielerin, ja? Wenn ich das, wenn ich diese Bilder hier aufhänge, wird sie wahrscheinlich sehr glücklich sein darüber. Ja, wo nur? Wo ist denn hier noch Platz für ein Bild? Oh, guck mal, hier ist die China. Porcelain Bowls. Und Medaillen. Was steht denn hier? Bao Dao Artistry Prize, also Künstlerpreis. Ja, bester Screenplay Award. Noch eine weitere Trophäe, die ich meiner stolzen Sammlung hinzufügen kann. Oh, er ist der Schauspieler, oder was? Ich dachte, sie wäre das. Cool, ich sehe mich nicht im Spiegel. Mhm. Ich find's gerade ein bisschen seltsam. Was hat er getan? Oder was ist passiert? Jetzt hat er auch gar nichts getan. Die Lampe anknipsen. Sau dunkel hier überall. Wir haben keine Taschenlampe. Ja, hier sind sie halt wohl in die Wohnung eingezogen, ja. Oh, da ist noch gar nichts hier. Guck mal, alles leer. Hanging Nails. Okay. Dann hängen wir hier mal das Bild auf. Oh. Heyday, after our marriage, she stopped getting her portraits done. Also, nachdem wir sie geheiratet hatten, hat sie keine Porträts mehr von sich aufgehängt. Ja, die war doch hübsch, die Frau. Warum hat die das nicht mehr gemacht? War ja so ein scheiß Ehemann, hat ihr das verboten? Guck mal, das ist echt... echt hübsch, die Frau. So, hier ist das Kinderzimmer wahrscheinlich. Nee. Weiß nicht, da riecht's nach Rosen, das ist bestimmt das Badezimmer. Weiß ich nicht. So. Ja, mal in die Küche gucken. Wir haben... die Regale fehlen ja noch. Wir müssen irgendwo Regale haben, wo wir den Pokal reinstellen. Und ich glaube, in der Küche können wir mal ganz gut das Geschirr. Ja. Empty Dish Rack. Ja, machen wir das mal dahin hier. Okay. Jetzt fehlen nur noch die Regale hier im Wohnzimmer. Aber hier sind sie doch. In den Schrank vielleicht einfach mal stellen, den Preis. Ja, easy. Komm, ich bin der geborene Adventure-Künstler. Oh, das ist aber gar nicht wenig. Best Screenwriter Trophies. Also wir sind wohl ein Autor gewesen, ja? Für Drehbücher. Okay, dann halt nicht. Dann gehe ich nicht in die Küche. Alles gut. Was ist das denn? Eine Ballerina? Ballerina, dekorative Puppe aus, made of icing. Ist ja nicht aus Icing gemacht, also für Kuchen, meine ich. Was ist denn hier los? Hä? Ah! Erschreck mich nicht! Liebling, magst du mein Geschenk? Nee. Was ist denn? Ist das ein Feuerzeug? Ah. Die kenne ich doch mit dem Rädchen an der Seite. Die sind uralt, die Teile. Ich glaube, sowas gibt es heute gar nicht mehr. Oh, Kake. Was ist das hier? Oh, das Foto von dem Kind. Wie süß. Aber den hier. Mein lieber Feng Yu. Das ist das Feuerzeug, das du schon immer wolltest. Du musst ganz schön müde sein von dem ganzen Auspacken. Ruh dich etwas aus. Ich will, dass du weißt, dass ich dich immer unterstütze. Fröhlichen Vatertag, deine dich liebende Frau. Oh, ist ja nett, ja. Da hat sie uns wohl noch geliebt. Wer weiß, was dann passiert ist alles. Das ist ein Vögelchen. Vögelchen. Oh Gott, ich komme die wieder rein. 1980, ja, das Affen. Haben die das immer an der Tür hängen gehabt? Ja, witzig, ne? Die sind ulkig. Ich gerade und nicht wieder schief, so im Bild? Mach ich ja manchmal. Was steht hier? Warum öffnest du deine Augen nicht?
Ist es etwa sowas, wir sind im Koma und durchleben jetzt irgendwie einen Albtraum, weil wir denken, unsere Familie ist weg oder was? Oder wie? Kennt man ja solche Szenarien. Koma ist immer kacke. Ja, des Tigers, 1986. No. Geh doch drauf. 1986. Year of the Tiger Charm. Ganz vergessen, ja, so machen wir das. Oh, die Ballerina habe ich auch noch. Ballerina-Puppe. Sind wir immer noch im Haus hier unterwegs, ja? Unserer Wohnung meine ich. Oh mein Gott, ist das gruselig. Die Tochter ist schon ein bisschen älter, ne? Ich meine, klar. 7 wird sie sein, wenn sie 87 spielt. Oder 6 Jahre, wenn sie noch nicht auf der Welt war. Oh, ist das creepy, Mann. Warum singen jetzt Zigaretten? Zigaretten! Indispensable item for every writer. Ja, unersetzlicher Gegenstand für jeden Schreiberling, das stimmt doch gar nicht. So, Alkohol, weißt du, jeder. Okay, das hat einen ziemlichen Klotzkopf, das Kind. Aber das sieht so westlich aus, die Frisur. Ich wusste gar nicht, dass China mal so geprägt war vom Westen. Also, erinnert mich jetzt wirklich daran. Ich glaube, die Traditionalisten, die kamen erst später wieder. Was haben wir denn da? Schulkorrespondenz. Aha, Montag, 24. Februar 1986. Hausaufgabe. Kapitel 1, chinesisches Vokabular. Arithmetische Übungen. Ja, tägliches Journal. Heute habe ich mein Zimmer aufgeräumt und Papa hat mir geholfen, meine Spielzeuge beiseite zu räumen. Mein Raum hat ein sehr großes Bett. Ich kann obendrauf Haus spielen. Habt ihr auch gespielt? Haus oder Familie? Früher als Kinder? Ja, Anmerkungen des Lehrers. Du solltest anfangen, deinen Raum selbst aufzuräumen. Und der Lehrer ist Chen Yi Jun. Aha, in einem Quiz hat sie im Vokabular 95 Punkte gemacht, in Mathe 97 Punkte. Und die Unterschrift der Eltern, du. Hab ich das unterschrieben? Ich kann halt echt kein Chinesisch. Kannst du knicken. Voll unheimlich, diese Puppen. Oh Gott. Leute, ich habe echt ein Problem mit Puppen. Das finde ich so widerlich. Dass sie so menschenähnlich aussehen und wenn sie sich dann noch bewegen, ist umso schlimmer alles auf einmal. Und alles noch in so einem unheimlichen Rahmen hier, das alles. Oh! Ah! Ich hab gedacht, die verfolgen mich jetzt. Licht aus, weg hier. Oh, das ist das Kinderzimmer. Die hat eine Kuh, einen Elefant am Bett. Und ein Metronom. Warum hat das... Gut, soll das nicht helfen beim Einschlafen bei manchen Kindern? Oh, ein kleiner Stuhl, den sie benutzt, wenn sie Haus spielt. Oh, das ist ja süß. Das ist ja süß. Wirklich. Wird ja auch bald Papa, ne? Aber wir wissen nicht, was es wird. Noch nicht. Wir lassen uns überraschen. Oh mein Gott, das ist so gruselig. Guck mal, diese Puppe! Alter Schwede! Ach gut, die hat die Augen zu. Ich habe gedacht, die hat weiße Augen. Das wäre... Boah. Horror, Kinder. Horror. Und sie guckt schon so... Ah, oh, eine Keramikpuppe. Eine Puppe, die benutzt wird, um Haus zu spielen. Ja! Und sie freut sich, die andere Puppe, die Mama-Puppe. Leck mich... Red Project Zero, und da bin ich so ein bisschen traumatisiert von dem Quatsch. Immer poppen, poppen, poppen. Und warum ist das Bad die ganze Zeit zu? Was ist, wenn ich mal muss? Darf ich nicht, ne? Oh mein Gott, die gucken mich jetzt alle an. Und sie mit dem Hackebeinchen, guck mal. Oh, ist da kein Fisch drin? Habt ihr den Fisch gegessen? Boah, ist das so unheimlich! Warte mal, kann ich vielleicht noch die Ballerina auf den Stuhl setzen? Das wäre interessant, wenn das ginge. Warte. Ballerina Doll. Nee, kann ich hier nicht benutzen. Ach, verdammt. Schade, wäre cool gewesen. Oh.
Hi, was haben wir denn da? Oh. Oh. Boah, mir ist schlecht. Geburtstag. Birthday Grab. Achso, das Geburtstagsgrab. Nein, Grab, was heißt denn das? Griff, der Geburtstagsgriff oder sowas, keine Ahnung. Der Geburtstagsgriff ist eine Zeremonie, die von einem Baby ausgeführt wird, wenn es ein Jahr alt wird. In antiken Zeiten war die Veränderung eines Babys... Achso, warte mal. The changes of a baby dying young were high. Nee, früher... Quatsch, nochmal. Also in antiken Zeiten war die Chance, dass ein Baby stirbt, sehr hoch. Es war sehr selten, dass das Baby älter als ein Jahr alt wird. Und somit feierte man diesen Umstand. Okay. Deswegen ist es auch heute noch so, dass die Ach Gott, ernst ist das. Die Vorfahren geehrt werden. Und, ja, für eine sichere Zukunft des Babys beten. Oder... Anticipate. Ja, man vermutet eben, dass es eine sichere Zukunft wird, wenn das Baby über ein Jahr alt wird. Deswegen ist diese Zeremonie immer noch sehr wichtig. Die Menschen glauben auch, dass wenn man verschiedene Gegenstände vor dem Baby platziert und sieht, was es greift, dass man daraus schließen kann, was das Baby für eine Zukunft haben wird. Aha, interessant. Ja, man nutzt generell so Gegenstände wie einen Kugelschreiber, Tinte, Papier... Animal, was? Animal? Nicht Animal? Na gut. Enamel, ein Abakus, also so ein Rechenschieber. Gartenwerkzeuge, eine Robbe und so weiter. Nee, Seals, echt jetzt? Ja, Siegel vielleicht und so weiter. Andere Gegenstände schlossen auch homophobische Objekte ein. Aha. Homophobic? Nee, homophonic Objects. Aha. Ah ja, okay. Die Karrieren und Vorteile einschlossen. Zum Beispiel, der Knoblauch hört sich an wie Rechnen in Chinesisch. Aha, also Calculate. Und kann eine Karriere im Bankwesen bedeuten oder sowas. Eine Zwiebel bedeutet sowas wie Smart oder hört sich an wie Smart. Und man kann eine intellektuelle Karriere anstreben. Okay, das ist jetzt echt viel Aberglauben, aber warum nicht? Ja, die Richtung, in die sich ein Kind entwickelt, ist stark abhängig von denen der Eltern, besonders in moderneren Zeiten. Eltern erwarten viel von ihrem Kind, von der frühen Entwicklung und von der Schulung oder von dem Wissen, das das Kind so erwirbt. Und es ist weise, die Interessen des Kindes zu fördern. In einem jungen Alter, dass es sich auf die Karriere vorbereiten kann. Man sagt ja immer, sie sind so karrierefixiert, die Asiaten. Aber in Wirklichkeit geht es halt nur darum, dass man das Kind fördert. Ich meine, gut, wenn jetzt so ein Kind mit 3 Jahren unbedingt professioneller Fiedler oder Violinist werden will. Ob das so stimmt? Wer weiß. Wachsmalstifte. Ja, abgesehen vom Unterzeichnen, malt Meixing auch gerne mal. Also sie kritzelt halt gerne mal so ein paar Bilder. Aber das macht sie gut, glaube ich, für ein kleines Kind. Das war ein ganz nettes Bild vorhin. Oh mein Gott, bitte bleibt einfach weg. Oh Mann. Hey, die Badewanne sieht cool aus. Richtig cool. Und hier. Ein Piano-Songbook. Also mit Liedern für das Piano. Seht ihr, die musste Piano spielen. Ich hab's gewusst. Meixings Piano-Übungsbuch. Ich dachte, da steht was hinter mir, ne? Bei Handabdrücken ist es einmal die Frau und der Mann vielleicht? Das ist ein bisschen groß für ein Kind. Hat hier nicht irgendwo ein Piano rum? Ach doch, in ihrem Zimmer, ne? Zieht euch deswegen auch das Metronom. Die haben schon ganz früh angefangen, die für Musik zu begeistern, hä? Ein Piano. Zum Geburtstag viel Glück. Geburtstag, liebe Meixing. Okay, aber guck mal, wie viele Bilder das Kind... Okay, da hat sie weiße Augen. Das finde ich wieder so richtig creepy, ne? Nirgendwo sieht man ihre Augen. Da sieht man nur die Augen. Leck. Das für eine Schrift sieht aus wie eine Death-Metal-Band.
Das ist der Geburtstag für eine Death Metal Band, nicht für Mei Xing. Oh. 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 Ich will Superstar werden wie meine Mama, hat sie gesagt. Scheiße. Und wieder Kommunistenfernsehen. Nein. Weiß ich nicht. Die Rainbow Star Stage. Gab's die Show wirklich? Oh Gott, man sieht nicht mal die Köpfe, das ist immer so gruselig. Habt ihr eben auch den Umriss von einem Mädchen gesehen? Oh. Erstmal die Küche, ne? Ja. Hab Hunger. Komm gleich. Ich bin gar nicht zu Hause am besten. Keiner da. Ne, ist keiner da. Hast du mich nicht gehört? Ich muss ganz kurz mal aufs Klo. Sama! Jaha! Ni hao! Chi-chi-chi! Oh Gott, ja, es ist keiner da. Oh, was haben wir? 86, hier auf der Tiger. Das ist schon krass. Also ich meine, wie gesagt, die sind, oft sagt man ja, die sind so super motiviert, die Kinder, und lernen halt Instrumente zur Perfektion zu beherrschen, aber das sind halt auch die Eltern, die das so ein bisschen antreiben, aber ich glaube nicht, dass das Kind gezwungen wird. Ich hoffe es zumindest nicht, ich weiß nicht, ob es in der Kultur normal ist. Oh. Nicht im Hausflur spielen! Tricks plagen. Was ist das denn? Skript, Birthday, Geburtstag. Erzählung. Heute feiern wir den Geburtstag des Kindes. Während die Kerzen das gemütliche Zimmer ausleuchten. Das Glück der Familie, eine friedliche Feier. Ja, Ehemann. Mein süßes Kind, welches Geschenk bevorzugst du? Vater wird dir alles schenken. Das Kind. Ich bin dankbar, Vater. Mutter. Ich wünsche mir als ein Geschenk, dass unsere Familie gesund und in Frieden leben kann weiter oder sowas. Kann man so übersetzen, denke ich. Erzählung. Für das Kind war es ein solch gewöhnlicher Moment und es wurde trotzdem sehr gefeiert. Nein, such an ordinary moment would be especially cherished. Ja. Oh. Wenn du wissen willst, also für ein Kind, ja. War es ein seltsamer Moment, aber der wurde sehr gewertschätzt. Wenn du wissen willst, warum, dann müssen wir über diese seltsame Krankheit reden. Oh nein. Das Kind hat eine Krankheit und ist daran gestorben, richtig? Das wäre ein Penis. Das ist auch ein komischer Penis. Oh, das sieht ein bisschen... Das malt man nicht, sowas, Kinder. Mit einem Penis. Also der Vater steht hinter der Tochter. Und... Ja, sie freut sich, sie ist happy, hat die Arme oben und dann packt irgendwas sie am Kopf. Der Vater ist weg. Dann bekommt sie ganz viele Spritzen und liegt im Krankenhaus und dann stirbt sie. Und die Mutter bringt den Vater um. Und zackt ihn mit dem Hackebeil. Der Hase weint sogar. Alle weinen sie und der Vater ist glücklich, weil er tot ist. Hat ein T-Shirt an mit ihr drauf. Oder geht's noch weiter? Ist genau dasselbe. Oh nein. Aber er freut sich immer, er lächelt immer. Bis der Vater ist. Okay, krass, was da passiert.
Das ist immer so eine traurige, tragische Geschichte irgendwie. Jahr des Ochsen 1985, das heißt, wir gehen jetzt zurück in der Zeit wieder. Ja, Hausschlüssel. Ja, Haus des Ochsen. Ochscharm. Ja, das ist, glaube ich, immer scheiße, wenn man ein Kind verliert. Also, ich glaube nicht, das ist immer scheiße. Richtig, richtig scheiße. Da war sie nicht mal 1,20 groß. Ist Mila Superstar? Nein. Eine Atemmaske. Muss man sagen, die Asiaten sind oft sehr rücksichtsvoll. Die ziehen sich Atemmasken an, wenn sie krank sind selber. Weil sie keinen anstecken wollen. Sehr rücksichtsvoll. An die Eltern. Grüße. Schülerin des dritten Jahres, Du Mei Shin. Datum 11.45 Uhr am 18. März 1985. Grund oder Ursache, schwere Atmung, wurde in die Schulklinik geschickt. Und was man dagegen unternahm? Notfalltransport zum Hospital. Nachricht an die Eltern. Weitere medizinische Tests werden so früh wie möglich durchgeführt. Nein. Nachdem diese Notiz ankam und man weitere... Ja gut, nachdem weitere Untersuchungen vorgenommen wurden, hat der Doktor das Formular ausgefüllt, welche Behandlungen erforderlich sind. Ja, wir haben die Schülerin zurückgeschickt zur Schule, zur medizinischen Einrichtung in der Schule, um ja weiter die Schülerin mit Medikamenten versorgen zu können. Oh nein. Mit ihrer Lungenkrankheit. Ja, da hatten sie den Fisch noch übrigens. Der war nächstes Jahr weg. Wahrscheinlich ist er mit dem Kind irgendwie gestorben, schätze ich. Warum ist alles zugeklebt? Der Wind und Regen prasseln gegen das Fenster. Wie während eines Taifuns. Das ist krass. Hat dir nicht gerade Glück gebracht, das alles? Hände waschen, bevor man eintritt. Oh nein, die Mutter weint, glaube ich, ja? Um das Kind. Alles doch scheiße. Ich mag fröhliche Horrorspiele lieber, wo es halt einfach nur um gegen so einen Geist geht, der einen heimsuchen und töten will. Oh, Kacke. Ist ein bisschen hoch, oder? Oh nein, das arme Kind. Das ist die Mutter. Ich glaube, die Mutter weint immer noch. Müssen die ganzen Spritzen geben, oder was? Nee, die hat überall Spritzen drinstecken noch. Oh mein Gott. Schon mies, du. Oh, warum? Warum hat sie die Spritzen noch drin stecken, wenn es unsere Tochter war? Oh, was ist jetzt passiert? Schon wieder was anders alles. Name... Du Mei Shin, also diagnostischer Report. Medizinische Rekord, also Berichtsnummer 30018. Geschlecht weiblich, Alter 10 Jahre. Oh, 10 Jahre war sie schon. Thoracic Specialist. Also Thorax halt. Der Thorax, die Lunge quasi. Symptome: enge, also zugezogene Brust und schwere Atmung. Medizinische Anweisung. Medizinische Anweisung, hä? Ja, wie sagt man, in die Radiologie, also
Ihr wisst schon, Röntgen und eine Blutanalyse. Normal. Keine physischen Einschränkungen beobachtet. Empfohlen? Ja, empfohlen weiß ich nicht. Steht nicht mehr da. Oh, X-Ray-Film. Ach man. Also ich muss das Röntgenbild muss ich jetzt irgendwie zusammensetzen, ja? Ah, ist das kacke, Mann. Auf einmal sind wir gar nicht mehr im Haus. Wir sind irgendwo in einer Krankenstube, also hier, so Schule. Könnte die Schule sein, oder? Script Protected Illness, also ja, die Krankheit. Szene 4, Kinderzimmer, Nacht, Inneneinrichtung, Close-up. Die Kerze hält das Bett und Überbleibsel vom Kräutertee. Das Kind schwach. Vater, wann werden wir runter in die große Stadt gehen? Der Mann, wir können nicht gehen unter den schwierigen Umständen. Was? Sohn. Wenn deine Krankheit... Warum Sohn? Ist doch eine Tochter. Sohn, wenn deine Krankheit vorbei ist, werden Mutter und ich dich hinbringen, wo du willst. Das Kind wieder. Vater, die Nadeln tun weh. Ich halte die Behandlung nicht aus. Der Vater nimmt die Nadeln aus dem Kind. Der Vater, keine Schmerzen mehr, keine Schmerzen. Du wirst nicht mehr weiter leiden müssen. Das Kind, müde vom Weinen, treibt ihn über den Schlaf. Die Frau, wie soll das denn funktionieren? Es war so eine lange Zeit, mein Herz schmerzt. Und der Mann, beruhige dich, ich habe eine andere Lösung. Oh Mann. Die hat eine andere Lösung. Ja, es hat echt ein Krankenzimmer hier. Was soll das denn? Wollt ihr da alle umbringen vielleicht? Um allen das Leid irgendwie zu ersparen? Oh, warte. Wie ging das jetzt? Which pieces? Kann ich die irgendwie drehen oder so? So, das kommt, glaube ich, mal hier hin, würde ich sagen. Und dahin. Ah, ich hab schon. Ist das ein Tumor? Oh nein. Das war wohl richtig. Oh Mann. Was steht da? Oh Mann, das arme Kind. Ich habe Krankheit gehabt. Hey, Lu 先生，我是贺老师。 你的情况我了解了，不用担心。你先来楼上见我。 Das ist unser Mentor. Und wie heißt Mr. Du? Ach, deswegen D-U. Ich dachte sowas wie du halt. Das war unser Mentor und die sagt, wir sollen hochkommen. Aber wir sollen uns keine Sorgen machen. Sie hat die Lösung für uns. Wir stehen nur Bahnhof gerade. Ach, das Kind da. Hat er gesagt, Sohn, mach dir keine Sorgen. Bisschen unheimlich, dass das Kind hier überall an der Wand steht und die Wand einfach nur anstarrt. Oder jetzt weint es zumindest. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Ja, das Hasen. 1987 wieder, okay. Ich stehe gerade echt nur Bahnhof. Das ist doch wieder unsere Wohnung, oder?
Fernseher, die Couch. Das Bild. Ernsthaft? 现在总算到了我们儿童组挑战者的表演，一起来欣赏杜美欣小朋友为大家带来的码头姑娘，掌声欢迎！ Das Kind. War mir klar, dass wir hören sie nicht singen, das war mir klar. Wo ist das Bild so weit weg? Oh nein. Ich brauch das Feuerzeug. Oh! Was? Was ist das? Was? Oh nein! Nein, 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 nein! Ah! Oh! Oh! Das war die Frau! Wo ist Mensch hin? Ich weiß es nicht, wo sie ist. Er hat vielleicht seine Frau und seine Tochter umgebracht, oder wie? Das... Plan, was hier los ist. Oder hat die Frau sich umgebracht, eventuell? Hat immer noch Blut an den Händen, seht ihr? Oh mein Gott. Da fehlt alles. 1980. Hier war mal ein Artikel, aber er wurde abgerissen. 1985, auch wieder Artikel, die muss ich vielleicht jetzt finden, ne? 1986. Hey. Seht ihr? Sammle Teile aus der Vergangenheit, um... Was? Traverse into a flawless present. Verwandle dich in ein makelloses Geschenk. Was? Oder nicht dich, sondern verwandle es in ein makelloses Geschenk. Oder verwandelt... Okay, ich muss in die Vergangenheit und die Fragmente finden. Ich geh mal ganz zurück vielleicht, ha? Das Jahr des Affen. Was? Ich muss drei Artikel finden, also drei Zettel. Was ist denn das hier? Oh, eine Keksgiftbox, also eine Geschenkebox, nicht Gift. Eine traditionelle Keksbox mit Fortiches Design. Ja. What? Oh, was? Was ist das? Ein. Ja, Mahjong-Tisch. Essential Entertainment for Family and Friends. Unterhaltung von Familie und Freunde, der Mahjong-Tisch. Was? Ja, verschiedene Gebets... Also, wie sagt man, Opfer oder... Geschenke, Gebetsgeschenke. Für eine... Ja, Haushalt Guardian Ceremony, also für einen Hüter eines Hauses sozusagen. Wir wollen damit die Geister anbeten, dass es alles gut wird. Glück bringt. Notiz der Frau und eine Liste, was zu tun ist. Was? Der Jade-Herrscher ist eine Entität, die ja unter den Haushaltsschützern, Hütern ist. Aha. Eine Ehemann und eine Ehefrau, Halbgott,
Pärchen, um über die Familie zu wachen. Bevor wir eingezogen sind, muss eine Willkommenszeremonie abgehalten werden, um den Hütern, ja, dass die Hüter der Familie Gesundheit, Glück und Frieden gewähren. 5 Uhr morgens. Kaufe im Markt Fisch, Hühnchen, Schweinebauch, blanchiert, süße Reisbällchen, Radish, also so wie sagt man, Meerrettich, ein Symbol des Glückes. Soda, Reiskuchen, rote Umschläge und so weiter und so fort. Ist ja egal. Clean Spray, ja, auf jeden Fall ganz viel Zeug. Dann mach süße Reisbällchen für die Gäste und kaufe alle Kochzutaten und muss am Abend fertig sein, am Nachmittag. Was? Warte, diese Anfälle, mein Gott. Ich hoffe, es nimmt noch auf. Alles cool. Alles wieder cool. Ich brauche noch ein paar andere Sachen, glaube ich. Hallo, rote Schuhe. Nehmen wir mit. Red Shoes. Liefangs, rote Tanzschuhe. Warum nicht? Oh, eine Kombination. Was steht denn da? Das ist mein Geheimnis. Das Passwort ist auf meinem Lieblingsbild. Das suchen wir noch, warte mal. Ist hier Lieblingsbild? Nee, offensichtlich nicht. Das ist vielleicht... Leuchtender Stern Kiki. Verbinde die Punkte. Kiki hat eine Krone, Schuhe und ein rotes Kleid. Sie ist bereit, auf der Bühne zu glänzen. Das ist vielleicht ihr Lieblingskleid. Warum ist alles so verschwommen gerade? Meine Brille nicht angezogen. Aber hier. Ein Brief von einem Freund der Ehefrau. An Li Fang. Wie geht es dir? Ich hoffe, du erhältst diesen Brief. Deine Freunde im Geschäft sind sehr traurig, dass sie von deiner Entscheidung gehört haben, die Filmindustrie zu verlassen. Erinnerst du dich daran, dass du jünger warst und uns Showbiz-Schwestern versprochen hast, hoch zu fliegen oder durchzustarten? Aber jetzt, wo du eine Familie hast, ist dieser Traum geplatzt, sozusagen. Als dein guter Freund verstehe ich deine Vorsorge, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass deine Familie und alles das Problem lösen wird. Das ist nur eine temporäre Lösung für deine Probleme. Aber bitte erinnere dich daran, dass wir dich immer unterstützen werden, egal was auch immer du tust. Du bist immer willkommen und kannst jederzeit zurückkehren und wir wünschen dir und deiner Familie Frieden und alles Glück der Welt. Okay, sie hat für die Familie alles aufgegeben, ja? Schallplatte, Vinyl-Schallplatte. Track vom Album Die Lady am Pier. Das ist das Thema für Li Fangs Durchbruchsfilm. Also das ist der Titelsong für den Film, mit dem sie durchgestartet hat. Oder ihr Erfolg gestartet hat. Oh, guck da nicht rein. Oh, was sind wir jetzt? Ich glaube, das ist das Lied. Mach mal ein bisschen Krach. Boah, sieh mal, da ist ein Loch. Papa, ni kan wo. Papa, ni kan wo la. Papa, sieh mich an, sieh mich an. Papa, kann wo wan. Papa, spiel mit mir. Ich vielleicht das Kind? Nee. Was macht er da? Papa, ni kan ma. Papa, was machst du da? Benxin, biao chao papa. Wir schieben uns deinen Vater in Ruhe. Der ist gerade ein bisschen hysterisch und dreht durch. Ich hasse dieses Gepiepse immer, ne? Bitte die Punkte. Seht ihr da irgendwie, da unten ist eine 12? Ja, wo ist ihr Lieblingsgemälde und wo sieht man Hinweise auf diesen Code? Wie sich alles hier so dreht und bewegt, das ist voll widerlich. Komm nochmal wieder. Ich hoffe zumindest, dass ich immer wiederkommen kann.
Oh, nee, lass mal. Nee. Was ist denn hier passiert? Das war der Tisch, den haben wir von innen gesehen. Brief von einem alten Freund. An Mr. Du Feng Yu. Ja, dein Screenplay. Die Leben, die ich gelebt habe, wurde von den 6 Direktoren abgewiesen. Darf ich dir empfehlen, dass du diese fruchtlose Obsession aufgibst und mit einem wirklich neuen Skript zurückkommst? Wenn das dich irgendwie beleidigt, dann bete ich um Verzeihung. Ich wünsche dir das Beste. Dein Freund Ding Huai De. Okay, da hat er wohl ein Skript geschrieben, ein Drehbuch, und das ist richtig gefloppt und das wollten die Leute nicht verfilmen, die Direktoren. Vielleicht ist es das Problem, dass er keinen Erfolg hatte und sie schon, aber sie hat den Erfolg aufgegeben und er wollte weiter dem Erfolg hinterherjagen.该怎么劝他务实一点，其实呢，小雨人是很难改变的，承认挫败对他来说太难了，他宁可假装光鲜亮丽，还没收拾好行李，就急着邀亲朋好友来炫耀新房子，都几点了，他在那床上呼呼大睡，只剩你在又小又挤的厨房，收拾他们喝完的酒杯。 Oh, wie fies. Also sie hat gefragt, die Frau hat einen Leserbrief geschickt und hat gesagt, was kann ich tun? Mein Mann, der tut so, als wäre er aus Geld gemacht und lebt immer noch in Saus und Braus, während es einfach nicht funktioniert. Und dann sagte er, ja gut, dein Mann, es ist schwer, ihn zu verändern. Denn er schläft schon, während du um Mitternacht noch in der Küche bist und alles auspackst und einräumst und er schläft zufrieden, als wäre nichts und... Naja, also er... Oder wir, in dem Falle jetzt vielleicht, haben einfach versucht, das Leben zu führen, das wir nicht führen konnten. Weil es hat nicht funktioniert mit seinem Erfolg, wie es aussieht. Geschichte des Qigu Guajin Spirit Serpent, also die Geisterschlange. Die Legende sagt, dass es in einem kleinen Dorf südlich von Fujian passiert ist. Es lebte einst ein armer Farmer, dessen Sohn ja, sich zu fein war für die Arbeit im Feld. Stattdessen wurde er in den Tempel geschickt, um als Buddhistenmönch Dienst zu tun. Mit der Zeit wurde er immer, zu frail, also er war zu schwach für die Arbeit auf den Feldern, so. Er ging in ein Kloster, um als Buddhist ausgebildet zu werden, als Buddhistenmönch. Mit der Zeit wurde er immer stärker und ging dann irgendwann nach Hause, um seinem Vater auf der Feld, mit dem Feld zu helfen, mit der Feldarbeit. Eines Tages, während er im Feld arbeitete, kam eine riesige, gestreifte Schlange. Ja, zuerst kam sie sehr schnell näher, aber dann immer langsamer und bald... was? Und bald verstand er, dass sie ihm kein Leid wollte. Es scheuchte die... Ja, also die Ungeziefer hinweg wie Insekten und Mäuse und garantierte dem Farmer eine erfolgreiche Ernte für viele Jahre. Okay, also die Legende von Qigu Guajin Nummer 15. Okay, also auch, wie soll das jetzt, das ist ja immer so eine Moral bei solchen Legenden. Soll man jetzt verstehen, dass die Schlange vom Äußeren her sehr bedrohlich aussah, aber dann doch geholfen hat? Was soll ich jetzt hierhin mitnehmen, meine ich? Heißt das, irgendwas war bedrohlich und wir haben es auch so aufgefasst und am Ende hat es uns eigentlich helfen wollen und wir haben es dann trotzdem verscheucht oder was? Oh, guck mal, das ist übrigens das Hochzeitsbild. Und er ist wieder ausgeblurrt, also wir... Ein Plattencover. Aber kein Lieblingsbild. Wo ist denn ihr Lieblings... Oh, das hängt hier gar nicht. Ich wette mit euch, auf dem Bild sieht man dann den Code, den ich für das Schloss brauche. Oh mein Gott, wie sieht es denn hier aus? Lauter Türme gebaut und oben drauf stehen die Pokale. Also da konnte sich jemand nicht wirklich von seinen Folgen trennen, ja?
Blauer Podnote. Ja, du hast mein tiefstes Leid in eine schöne Blume verwandelt. Bad. Flowerpot. Da ist ein Stift drin. Kugelschreiber. Habe ich da noch was ich da reinpacken kann? Vielleicht die Schuhe? Nee, kann hier nicht benutzt werden. Vielleicht das Album? Warte mal, vielleicht kann ich das an die Wand hängen. Sieht creepy aus. Ich wette, das kann ich an die Wand hängen, oder? Ja, an den Nagel. Nee, kann ich auch nicht. Kann nichts benutzen hier. Ich muss wahrscheinlich irgendwie erst das Ding aufbekommen da. Durchgekritzelt. Warte mal. Das heißt ja, ihr liebstes Bild, oder wie war das mit dem Hinweis? Das ist mein geheimes Versteck. Das Passwort ist auf meinem Lieblingsbild. Irgendwo, ist hier irgendwas? Nee, ne? Auch nicht. Komisch. Ich muss irgendwo was finden. Vielleicht muss ich erst in die anderen Räume gehen und da weitersuchen. Ah, okay. Ich denke mal, ich muss die ganzen Räume jetzt erstmal durchsuchen und da finde ich dann irgendwo... Oh. Irgendwo... Oh, oh. 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 Oh, ist das widerlich. Was haben wir denn? Der letzte Film, die flatternden Federn. Die Premiere, also der letzte Film der flatternden Federn findet heute die Premiere statt. Extremely anticlimactic and have a poor script. Also der Film wurde kritisiert, dass er sehr antiklimaktisch ist, also die ganze Zeit vor sich hinschippert, ohne Höhepunkt und dass er ein schlechtes Skript hat. Oh, warte mal, wir haben noch was. Und zwar, die gefeierte Sängerin zieht sich zurück aus dem Rampenlicht und widmet ihr Leben ihrer Familie. Gong Lifang sagt auf Wiedersehen an die Unterhaltungsindustrie. Ach so, sie war eine Sängerin und keine Schauspielerin. Und er war der Scriptschreiber und ist aber immer erfolglos gewesen. Und trotzdem hat sie aufgegeben für ihre Familie, weil sie ihre Familie halt liebt, ihn und so weiter. Und er hat immer dem Erfolg nachgejagt. Das finde ich ein bisschen seltsam. Warum hat er nicht die Familie? Also warum er nicht das Kind versorgt? Wahrscheinlich, weil es so traditionell ist, oder? Und die Frau hätte ja weiter singen können. Das wäre Win-Win für alle, wahrscheinlich. Aber das muss man der Frau halt anrechnen, dass sie einfach aufhört für ihre Familie. Oh mein Gott, das war 85 hier schon. Eine Alishan Travel Guide, also ein Reiseführer. Ah. Maishin ist immer noch in ihrem Zimmer, weil wir nicht mehr auf Reisen gehen können. Kannst du gehen, bitte, und Maishin ihr liebstes Geschichtsbuch vorlesen? Oh, Kerzen, sehr gut. Ist verschlossen, der Koffer. Mehr Kerzen. Lauter Tabletten. Immer noch der Fisch. Alles los. Weinbrau-Kritzelei. Maishin hat das gemalt, basierend auf einem Weingedicht. Aha. Schuhe, eine Krone und ein rotes Kleid sind das Kernelement eines Superstars. Da wurde ich auch Quatsch, ne? Eigentlich. Macht's ja nicht schon alleine aus. Ein Gedicht ist auf den Weinpott geklebt. Mein geliebtes Kind. Der Wein wird dir folgen. Süß und reif. Oder ripe, was ist ripe? Und schmackhaft. Gebraut in dem Pott mit Mutters, also mit drei Segnungen der Mutter. Was? Wishing your silhouette? Also da, gewünscht deine Silhouette? Ergriffen von der Seide? Wünsche für dein Haar? Umrandet von Sternen oder erhellt von Sternen. Wünsche für deine Schritte geschätzt von allen. So warte ich geduldig. Was? Lass die Zeit dich in ein
ein Juwel hüllen. Das sind Gedichte, ich bin nicht so gut darin. In Sinnbildnis und Deutung. Müsst ihr mir vielleicht sagen, was das bedeutet? Schreibt es mir gerne mal in die Comments. Was habt ihr in dem Gedicht jetzt verstanden? Was haben wir denn hier? Essay, meine Familie. 95 Punkte gab das. Meine Familie von Du Mei Xin. Es gibt drei Leute in meiner Familie. Mein Vater, meine Mutter und ich. Meine Mutter ist eine Hausfrau, die gerne singt, während sie kocht. Oh, die singt immer noch. Meine Mutter war einmal ein berühmter Star. Jedes Lied, das sie singt, hört sich perfekt an. Mein Vater ist ein Screenwriter. Er schreibt viele Worte jeden Tag. Er arbeitet auch spät und meine Mutter sagt, ich soll ihn nicht stören, wenn er arbeitet. Dann ist er nämlich böse. Obwohl ich krank bin und nicht oft in die Schule gehen kann, kümmern sich Mama und Papa zu Hause um mich. Meine Mama sagt, ich werde schon wieder werden, also es wird mir bald besser werden, dass ich wieder draußen spielen kann. Ich liebe meine Mami und meinen Papi und wünsche, dass wir alle ein gesundes und glückliches Leben haben. Oh nein, das arme Kind. So ein liebes Kind. Eine Keramikpuppe. Ach, das arme Kind, Mensch. Jetzt ist sie weg. Na toll. Wieder die Lampe. Wo denn da? Die Geschichte von Zigu Gyanjin, das Opfer. Wie auch immer, nichts dauert für die Ewigkeit an. Eines Jahres wurde der junge Mönch krank. Es zerstörte seinen Körper und seine Seele und er konnte für Tage nicht essen. Seine Gesundheit wurde schnell immer schlechter und der Arzt des Dorfes hatte keine Ahnung, was zu tun war. Der Farmer konnte nichts tun, als sich endlos zu sorgen. Zu dieser Zeit tauchte die Schlange plötzlich auf und sagte zu dem Farmer, ich bin ein Geist, eine Geisterschlange und 1000 Jahre alt. Während der Geburt des Kindes habe ich seinen Werdegang beobachtet. Seinen Sinn für seinen Dienst. Er war sehr strebsam und hat sich Mühe gegeben. Ja. Seine Virtuousness, also er erleuchtet sogar mich mit seiner Strebsamkeit. Lass mich ihm helfen mit dieser schwierigen Zeit. Hör meine Anweisungen. Mein Fleisch und Blut, gekocht in einem medizinischen Wein, soll seine Krankheit sofort heilen. Okay. Die große Geisterschlange biss sich selbst zu Tode und bot ihren Körper da an den dankbaren Farmer. Okay. Ja, die Schlange hat sich selbst totgebissen und er hat wahrscheinlich aus ihrem Leib was gekocht. Echt eine hübsche Frau, du. Oder ist eine hübsche Frau. Ich meine, die ist ja bestimmt noch nicht tot. Oh, warte mal. EL0024. Soll ich mir das mal aufschreiben? Schreibe ich das mal auf, jetzt hier die Zahlen. Warte mal. Ich habe einen Zettel. 0024. Ich glaube nicht, dass es das ist. Ich glaube nicht, dass es das ist. Aber wir schreiben es alles mal auf. So, haben wir noch Bild. Bild, Bild, Bild. Sagt ja, ihr Lieblingsbild. Also, es hieß, ihr Lieblingsbild ist das... Guck mal schon wieder. Kein Hinweis darauf, wie der Typ aussieht. Oh Gott, nein. Ich dachte, ich wollte springen, aber Leertaste ist nicht springen. Das ist Feuerzeug aus. Oh nein, mach das nicht. Ich glaube, das hier ist ihr Lieblingsbild. Ich bin aber nicht ganz sicher, weil das ist schon die ganze Zeit hier gewesen. Leg mal lieber den Stift weg, sonst steche ich mir damit noch ein Auge aus, wenn ich erschrecke. Also muss ich die Schlange finden. Ja, ich muss Schlangenfleisch... Warum sind die Kerzen hier ausgegangen? Warum sind die Kerzen aus? Ich geh mal zurück. Ich geh jetzt mal nach 1986 oder 87 war's. Oh, wir haben nichts gefunden, 85. Ist ja kacke.
Gehen wir 86. Das Jahr des, was ist das? Ein Tiger? Oh, der ist aber niedlich. Das ist aber ein niedlicher Tiger, oder? Ja, das Spiel geht schon ein bisschen länger, wie gesagt. Das geht so, ne, 2-3 Stunden. Was stand da? Der gnädige Tigu Guanjin hütet alle Dinge und mildert das Leiden. Oh nein, wird der jetzt so eine... Oh, ich habe ein Foto. Single Lens Camera. Was? Camera placed on the table. Also eine Kamera auf dem Tisch. Eine 20 Jahre alte Kamera. Ich glaube, ich weiß schon, wo ich dich hinpacken muss. Ein Foto. Ein sehr verschwommenes Foto. Ich kann nichts erkennen. Eine Schande, dass das nicht gut geworden ist. Ich wünsche, wir hätten es nochmal machen können. Scheiße, ich will da nicht hingehen, Mann. Das ist die Tochter wahrscheinlich. Gibt es eigentlich noch seine Notizen zu lesen? Eine Geschichte von Tigu Guanjin, der Aufstieg. Der Farmer, kochte das Fleisch im medizinischen Wein, wie die Schlange ihm angewiesen hatte. Sobald er die Medizin trank, hatte sich der Mönch sofort erholt. Zu diesem Zeitpunkt stieg Tigu Guanjin auf vom Land. Tigu Guanjin hatte The Spirit Serpent's Righteous Deed. Achso, Tigu Guanjin kam herab, nicht aufstiegen. Descent heißt ja absteigen. Also Tigu Guanjin kam runter auf das Land. Denn er oder sie oder es hatte mitbekommen, was die Schlange getan hatte. Obwohl es nur einfach nur eine einfache Kreatur war, war Tigu Guanjin sehr beeindruckt von dem ultimativen Opfer der Schlange. Und so übergab es der Schlange den Titel Wächter. Mhm. Immer wenn Tigu Guanjin den Menschen in der Welt half, kam die gestreifte Schlange kurz hinterdrein. Tigu Guanjin Legende Nummer 17. In dieser Geschichte... Warte mal, was? Diese Geschichte ist aufgezeichnet worden als die Sigu-Legende und das Kapitel heißt Sigu Sutras. Viele glauben, dass Tigu Guanjin immer von einer Schlange begleitet wurde in jeder Abbildung. Ja, sie hat sehr viel Talent, sagten sie, und wir sind nach der Werbung zurück. Okay, sie wird halt mit Lob überschüttet für ihre Performance. Oh nein, sie hat einen Schnupfen und... Das will ich schon ausmachen bei dem Ton. Mit der Macht der Ente. Oh, sie sind wieder da. 但这小朋友呢，歌声相当的优美，情绪也相当的投入，尤其是码头姑娘最困难的几个地方呢，都感觉不到杜美心小朋友任何。Ja, also sie hat keine Fehler gemacht während des Liedes. Immer noch der Wein. Also bei Looking for Love hat sie auch keine Fehler gemacht. Es war eine wundervolle Wahl für ihre Darbietung. Oh Gott, das arme Kind, wie sie gerechnet hat. Was war das? Was schon wieder? Essay Mein Traum. Mein Traum von Du Mai Shin. Mein Traum ist es, ein Kinderstar zu werden. Und wie meine Mutter ein Superstar. Nämlich überhaupt.
Manchmal denke ich, ich nehme dich auf, das ist super. Wie meine Mutter würde ich ein Superstar werden. Wenn sie singt, dann singe ich mit. Und Mama und Papa, also Papa sagt, Mami und ich singen sehr gut. Ich hoffe, ich kann eines Tages für jeden, für alle Leute im Fernsehen singen. Ich gehe jede Woche zur Gesangsstunde. Oft mache ich auch mit bei Gesangswettbewerben. Mein Vater sagt, solange ich hart arbeite, wird jeder mich singen hören können irgendwann. Ich will auch rausgehen und mit meinen Eltern spielen. Sie sind immer so beschäftigt jeden Tag. Wenn ich erwachsen bin, will ich die ganze Zeit aus Spaß rausgehen. Och nein, das arme Kind. Aber sie ist ja gestorben wahrscheinlich. Was fehlt denn eigentlich noch? Ich habe soweit alles gefunden. Also 1, 2, fehlen noch 3, 4, 5, 6, 7, 8 fehlen noch. Oh, da fehlen wieder viele. 9, 10, 11, 12. Ja, 12 Sachen fehlen noch. Ich habe aber, glaube ich, bisher alles gefunden, oder? Was ist da mit dem Rummeln? Was ist es? Beruhige mich. Kassia wirft dir vor, dass sie sich nicht mehr um die Familie kümmert, weil sie wieder arbeiten gehen will. Das beruhigt ihn? Weiß ich nicht, mich will das nicht wirklich beruhigen hier. Ja, und sie sagt, nein, das stimmt doch gar nicht, ich versuch's doch, ich will mich doch um meine Familie kümmern und... Was für ein Arsch, oder? Nur weil er nicht erfolgreich ist. Ja, er sagt, er hat ja so viel zu tun und er kümmert sich um die Finanzen und das ist ja Männerarbeit und sie sagt so, nein, was bist du überhaupt für ein Mann? Du schreibst ja gar nichts. Du hast nicht mal nur einen Job. Geld gestritten. Sie sagt, sie können die Miete nicht mehr zahlen. Er sagt, sie gibt zu viel aus. Das Typische eben, ja. Er hat halt einfach alles verpulvert, hat Sachen gekauft und wollte diesen Jingguang eben, was ich eben gelesen habe, die Geschichte mit der Schlange. Er wollte halt damit die Gunst erlangen, dass es ihnen wieder gut geht, ihrer Familie und nun ja. Ist das ein Ouija-Brett? Nee, nicht wirklich. Wer kotzt denn da? Guck mal, das ist das Kleid, das hat einfach zerstört. Sie hat gesagt, du mit deinem teuren Kleid, das du wieder ausgeholt hast, und sie hat das ja schon länger gehabt, das Kleid haben wir gelesen. Und sie meinte noch, wie peinlich das ist, was sie von ihrer Mutter für Geld geliehen hat, schon wegen der Sache hier. Oh, das Kleid ist endlich ausgemalt. Ja. Das ist aber ganz schön fies, dass er ihr das vorwirft. Ich meine, wenn sie eine Hausfrau ist und sie muss halt auch Essen kaufen und alles. Und er hat, wie gesagt, das Geld verpulvert. Nun. Ich glaube, wir können die Platte hier benutzen, ha? Huh? Yep.
Obwohl die ziemlich schäbig aussieht. Ich glaube nicht, dass sie noch spielt. Die ist ziemlich kaputt. Oder? Sogar recht sauber. Holt die Feuerzeuge raus. Oh nein, das arme Kind. Angst. Oh. Sie hat ihr Diadem vergessen. Oh, die Augen? Oh mein Gott. Eine Krone. Li Fangs Krone. Was? Reduziert auf Mai Shins Spielzeug. Oh, Kacke. Was sollen die Augen? Das sollen Lichter sein, oder wie? Aber das Bild hier hat keine blutigen Augen. Ist vielleicht irgendein Hinweis für das Schloss? Das ist eklig. Die war es von Layers of 4 gerade, oder? Boah, ich will da nicht weitergehen. Dennoch klatschen sie. Noch klatschen sie. Irgendwas drauf hier auf den Bildern, die sagt ja, auf dem Liegesbild der Frau, ne?好，那现在我们评审老师的分数也已经统计完毕了，我们马上就来揭晓我们卫冕者的新数是：一颗、两颗、三颗、四颗、五颗、六颗、七颗星。好的，紧接着我们来看挑战者所得到的新数是：一颗、两颗、三颗、四颗、五颗、六颗、七颗星。红星。 接下来我们来看分数。我们卫冕者的分数是八十五。哇，这个比赛真的是龙争虎斗啊！好，那现在我们评审老师的分数已经统计完毕了，我们马上就来揭晓我们卫冕者的新数是一颗、两颗。啊，是wieder hier alles。Jetzt ist die Frage, was ist die Schlange, die er gekocht hat? Das ist vielleicht seine Frau, ja? Oder seine Frau zur Hacke gekocht für die Tochter? Ja, ein Ki-Pao-Dress. Li Fangs rotes Ki-Pao-Kleid von der Zeit, als sie noch berühmt war. Es ist zerrissen und zerschnitten. Was ist das denn jetzt? Eben war doch die ganze Zeit die Schleife. Oh, das ist creepy, ne? Ich geh mal lieber. Das ist mir hier ein bisschen zu unheimlich. Wette, wir können sowieso nochmal herkommen und dann ist alles wieder anders oder alles gleich. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Sie musste singen. Und dann überall 8 Punkte oder 8 Sterne? Es gab doch eine 7 Sterne. Was? Was steht da? Ehemaliger Filmstar Li Fang. Ja, sie war doch ein Filmstar. Oder former Star. Ja, gut. Vergiss das mit Film. Ehemaliger Star Li Fang hat kein Glück mehr. Was? Da ihr Kind Mei Shin die Siegesreihe nicht mehr halten konnte. Heute am Sonntag.
ja, ist am Sonntag rausgeflogen. Oh, und die Zuschauer machen sich Sorgen um Mai Shins zukünftige Projekte. Was? Lovers Quarrel? Quarrel? Ja, also... holprige Liebschaft, sozusagen. In der Beziehung von Du Feng Yu und Gong Li Fangs steiniger Beziehung gab es einen Clash, also gab es Streit und beide sind bei verschiedenen Ereignissen alleine gesehen worden. Okay, ja, das wird ja immer zerrissen in der Öffentlichkeit, so eine Beziehung unter Promis, das ist total ekelhaft. Total ekelhaft. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Da komme ich her. Aber haben wir hier noch was Besonderes? Ach nee, ich soll die Ereignisse in der Vergangenheit erstmal richten, stand ja da. Eieieiei. War ein bisschen eklig, oder? Alles hier, so die ganze... Es ist halt widerlich, weißt du, so eine Beziehung von Promis, die wird immer zerrissen. Ich glaube, du kannst machen, was du willst. Es wird immer alles an Dreckwäsche gewaschen, was du zu waschen geht. Ist kein sehr schönes Kind, sieht aus wie ein alter Mann. Die Lache ist niedlich. Aber das Kind sieht aus wie ein alter Mann. Das war gerade eine Werbung für Leibniz Butterkekse, nur auf Chinesisch. So ungefähr. Mit ganz viel Eigelb. Ja, ein Kamerastand. Also ein Kamera... Objektivständer. So. Und nu, was filmen wir jetzt Schönes? Wir filmen mal Fotos. Porträtfotos. Home Sweet Home. Da spielst du Papa kein Lied. Ach, das war das Foto und er hat's verhauen. Das Foto ist leider verschwommen, wie gesagt. Oder haben wir es jetzt vielleicht sauber? Ich bin sicher, dieses Foto wird gute Erinnerungen zurückbringen, eines Tages. Ich glaube nicht dran, ich habe ja schon mal gesagt, das wird hier kein gutes Ende nehmen. Oh! Wo kam die Puppe jetzt her? Nee, das war die Frau wieder. Ich werde sie ist schon tot. Sie ist schon längst tot, die Frau. Er hat sie umgebracht. Oder er sieht sie vielleicht nur so. Wie gesagt, so ein bisschen eher so viermäßig ist das gerade im Flower Pot. Hätte eine Kartoffel reinkommen. Das sind doch so. Nee, das sind so Stiftteile. Ich habe ja gesagt. Habe ich schon gesagt, das ist alles wahrscheinlich so eine ganz tragische Geschichte. Wir sind wahrscheinlich schon längst tot. Also wir als Hauptdarsteller. Und wir wissen es nur noch nicht. Ja genau, hier war der Türcode. Ja, nur, ich weiß gar nicht, ist das ein Schwein? Sieht ein bisschen komisch aus eben. Hier, das ist mein geheimes Versteck. Das Passwort ist mein Lieblingsbild. Ich habe mir die Nummer aufgeschrieben, 0024. Das wird es nicht sein, oder? Nee, das ist es nicht. Nee, das ist es nicht. Das ist jetzt ihr Lieblingsbild. Ja, die Bücherstapel, wie die schwanken. Ja, auch sehr witzig. Mm-hmm. Cool. Yeah, I'm glad you're doing it.
你等一下，他好像在听。哇，hör zu。Aha, sie hat mit ihrer Mutter geredet. Der Brief der Schwiegermutter. An meine geliebte Tochter Li Fang. Die Ehe ist ein Prozess des Wachsens und des Lernens. Streits zwischen der Frau und dem Ehemann sind unausweichlich. Dein Vater und ich sind haben diesen Pfad auch beschritten. Das Leben kann sehr unordentlich sein. Eine Beziehung sehr aufreibend. Aber mit dem Alter beginnt man alles zu akzeptieren. Na toll, was ist das für eine Aussicht? Wenn du dich dafür entscheidest, nach Hause zu gehen und nach Hause zu kommen, dann dann wird sich das sicher herumsprechen. Als eine Berühmtheit weißt du sicherlich, wie schädigend Tratsch sein kann. Dein Kind ist noch sehr jung und braucht eine Familie. Ich bitte dich also, deine Überlegung zu überdenken und sei es nur um ihr Wohlbefinden. Ich weiß, dass er ziemlich stur sein kann, aber du musst dich nicht mit ihm streiten wegen jener Kleinigkeit. Lass Streitigkeiten im Schlafzimmer auch im Schlafzimmer bleiben. Kleinere Dispute können immer außerhalb der Sicht von anderen geklärt werden. Kümmere dich um dich selbst und pass auf dich auf, Mom. Oh. Ja gut, ich meine, es war wahrscheinlich nicht so eine kleine Dispute. Der hat sie wahrscheinlich dann im Endeffekt wirklich umgebracht, oder? Weil sie einfach ausziehen wollte und weil sie nicht mehr mit ihm zusammenleben wollte. Wer weiß es? So, was habe ich denn jetzt eigentlich? Ich habe das Kleid, ich habe die Schuhe und ich habe die Krone. Gehen wir einfach nochmal alles ab. Ich weiß nicht, wie das jetzt anders funktionieren soll. Wir müssen immer so schrittchenweise alles lösen und dann kommen wir im Endeffekt durch diese Tür. Schon wieder alles aus. Was na? Ja, warum kann ich das eigentlich nicht mitnehmen hier? Ja, was stand da? Achso, kannst du aus ihrem liebsten Buch vorlesen. Meishin. Dass der Fisch überhaupt noch lebt. Kann ich das Kleid reinwerfen? Ich kann wirklich das Kleid reinwerfen. Was? Die Schuhe auch? Oh mein Gott, ich kann das alles in den Weinpott reinwerfen. Das war also die Schlange, die ich opfern muss. Ich freue mich darauf, wenn ich es eines Tages öffnen kann. Haha, für den Arsch. Du hast einfach die Klamotten deiner Frau reingeworfen, weil du dachtest, die ist die Schlange, die sich opfert, oder wie? Oh, Päppchen, ne? Schulkorrespondent Nummer 2. Donnerstag, 13. Juni 1985. Zu Hause ist es langweilig. Im Fernsehen kommt immer nur dasselbe und ich bin krank, also kann ich nicht in die Schule gehen. Ich war jetzt schon bei so vielen Ärzten, aber ich fühle mich immer noch nicht besser. Ich muss ein Journal schreiben, weil meine Klassenkameraden das auch tun müssen. Freitag, 14. Juni 1985. Heute habe ich Papas Arowana-Fisch gefüttert. Es muss traurig sein, in diesem Fischtank zu sein. So wie ich in diesem Haus. Also in diesem Fischtank gefangen zu sein. So wie ich in diesem Haus. Oha, was? Fenster, Du Meishin und Garderobe. Aber hier, nimm die Pillen und muss rausgehen, muss spielen. Das ist die Meishin Show Nummer 4, das ist die Nummer 3, Nummer 2 und die Nummer 1. Alarmuhr, Du Meishin und die Tür. Dann machen wir mal den Alarm. Du Meishin. Das ist creepy, Mann. Ja, Fisch, lass mich dir sagen, Papa lügt mich an. Oder uns an. Wir wollten erst auf einen Trip gehen, auf eine Reise und dann haben wir es doch nicht gemacht.
Oh nein, ich weiß, ich bin nicht mehr krank. Jimmy hat gesagt, er will mich nach Alishan bringen. Er hat versprochen, mich heute nach Alishan zu bringen. Aber das Kind hat hoffentlich nichts Dummes gemacht. Und ist dann einfach rausgegangen und dann... Fernseher. Was? Disease Prevention is a civic duty. The Department of Health caring for the public. Also, Krankheitsvermeidung ist eure Pflicht. Die Abteilung für Gesundheit, Pflege und die Öffentlichkeit. Who made shit? Oh nein, Kind, mach das nicht. Sie sagt, ist mir egal, ich gehe alleine. Ich werde meinen Koffer mitnehmen, mein Lieblingsbuch und außerdem Papas Brieftasche und Mamas Hut, dann könnten sie sie nicht mehr benutzen. Ja, Gepäckstücke, Luggage. Oh nein, das arme Kind. Wie gesagt, sie wollte ja nur rausgehen. Aber was soll er sagen, der Vater? Er kann es dir nur versprechen, dass es irgendwann besser wird, denke ich. Trotzdem war es ein Arsch, wie er sich verhalten hat. Fenster. Ich hab's im Kästchen versteckt. Das ist mein Geheimversteck, sag's nicht Mama und Papa. Garderobe. Aber ich musste doch wissen, was für eine Kombination das hat. In deine Tabletten. Jetzt dem Fisch gegeben, die Tabletten. Wie sind die Fisch? Hier sind der Fisch. Die haben sich die ganze Zeit beobachtet, was das Mädchen getan hat. Oh nein, der Fisch ist tot. Also fast tot. Das Auge. Plopp. Eine Murmel, ein Fischauge. Oh, der arme Fisch. Was hätte ich sonst machen sollen? 7, was steht da? 7146 steht auf den Tabletten. Seht ihr das? 7146. Ich schreibe mir das auf. 7146. Oh mein Gott. Sie hat die Tabletten dem Kind gegeben. Dem Fisch gegeben. Dem Kind vor allem. Dem Fisch gegeben. Ja. Was soll sie sonst machen? Was steht denn hier? Schulkorrespondenz Journal 3, Samstag, 15. Juni 1985. Heute ist Wochenende. Dad hat gesagt, er bringt meine Medizin. Was? Dass wenn ich meine Medizin nehme. Achso, er mich nach draußen zum Spielen mitnimmt. Aber er hat schon wieder gelogen. Ich habe meine Medizin wirklich genommen. Ich war heute ganz lieb und Mom und Dad lügen mich immer noch an. Sonntag, 16. Juni 1985. Dad hat einige Vitamine gekauft, aber ich nehme sie nicht. Weil ich mich nicht besser fühle. Wie er gesagt hat. Und außerdem will ich raus und spielen. Papa legt mich immer wieder an. Ich will keine Vitamine nehmen. Es macht nichts besser. Und ich soll... Wir wollten nach draußen gehen und spielen, aber das haben wir nicht getan. Daddy lügt immer. Ich nehme sie nicht mehr. Ich werde sie nicht nehmen. Ach, Kind. Gruselig. Ja, das Kind wollte seine Medikamente nicht mehr nehmen und ist dann gestorben, wahrscheinlich. Wie fies eigentlich, wenn man die ganze Zeit drüber nachdenkt, was hat jetzt das Kind gekillt? Oh, diese Puppe! Das ist nicht süß, das ist einfach nur gruselig. Ah, guck mal, das ist so eine Box hier mit Kugeln. Aber ich hab doch das Fischauge. Warte mal, das kann ich da jetzt hier bestimmt reinwerfen. Jawohl.
klatschen. Ich muss den Stern treffen wahrscheinlich. Rote Kleid. Muss mir die ganzen Sterne rollen, das ist jetzt gar nicht so wild. Hattet ihr früher so aus so eine Marble? Achso, das ist die Marblebox, von der sie gesprochen hat. Ah ja, da ist das Geheimnis drin. Ich hatte früher auch sowas. Okay, das öffnet die Box, das ist ja clever. Das ist clever. Ein Schlüssel. Für den Koffer. Ah, der Kofferschlüssel versteckt von Mei Xin. Clever Girl. Überall rappelt an den Fenstern und überall einfach. Was bringt die Lampe dazu, an und auszugehen? Oha. Was hier passiert? Kind hat ein bisschen Randale gemacht. Wer kann es ihm verübeln, oder? Oh! Kind, mach sowas nicht, bitte. Was sind denn da drin? Bild. Ach, das ist ihr Lieblingsbild. Storybook. Blumen und Liebe. Mei Xin hat immer darum gebeten, dass man es ihr vorliest zur Schlafenszeit. Auf der Rückseite steht... Ja, Mei Xin, du Mei Xin. Oh nein, sie ist schon wieder weg. Hier das jetzt vorlesen? Ja, muss ich wohl. Ach Kind, ihr Lieblingsbuch. Na, no, guck mal, wie niedlich. Oh. Shu shu shu, Papa 来打猎了。今天森林里出现了一只好大好大的山猪。爸爸的弓箭准准命中山猪的脚，山猪好生气，他冲了过来，用力把爸爸撞倒了。Ja, also Vater geht auf die Jagd, will einen riesigen Eber schießen und schafft es ihm ins Bein zu schießen, aber der Eber rast nach vorne und haut den Vater um. 回家后，小女儿莎莎不眠不休地照顾爸爸，但是爸爸的身体总是好痛好痛。帮爸爸擦药、喝汤都没有用。躺在床上好多天、好多夜，爸爸的病都好不起来，莎莎难过的睡不着了。她决定要出门寻找治好爸爸的方法。Ja, Sascha, das Kind wird immer trauriger, weil Vater geht sich besser. Der Tag ein, Tag aus liegt er im Bett und hat Schmerzen. Und nichts, was man ihm gibt, hilft. Deswegen will sie losgehen und eine Heilung suchen. 莎莎翻山越岭，到了丰饶神的宫殿。丰饶神的宫殿是一座金色的大房子，在森林的正中央，大门就开着，只要是森林的居民，都可以自己进去。Ja, sie geht auf jeden Fall zum Tempel einer Fruchtbarkeitsgöttin und erhofft sich Hilfe. Dieser Tempel ist im Wald und aus Gold und hast du nicht gesehen. 莎莎说，求求你，治好我爸爸的病。丰饶神说，这是一种神奇的花，只要它盛开，再严重的病痛都会痊愈哦。丰饶神给了莎莎一颗种子，但是你得用最珍贵的东西灌溉它。丰饶神说 ，OK。Also, die sieht aus wie die Fee von Link von Breath of the Wild. Die Göttin sagte, man könne ihm helfen, dem Vater. Sie müssen nur diesen Samen einpflanzen und wenn diese Blume blüht, dann wäre der Vater geheilt. Aber diese Blume müsste man düngen mit dem wertvollsten, was im ganzen Land existiert. Und das ist was? Sasha 心想,
爸爸有说过，全世界最珍贵的神水就在天空树上。莎莎启程了，她走出丰饶神的宫殿，她来到小森林，一路向前。Oh, ich muss sie bewegen. Ja, also ihr Vater sagt ihr, im Himmelsbaum gibt's das beste Wasser. Oh, guck mal, wie gut. Und sie macht sich auf die Suche, um das Wasser zu finden. Oh, das eh. Ah. Sie schubste den Baum so fest sie konnte und bekam dafür einen Apfel. Alles klar, das ist voll cool. Das Spiel im Spiel, also... Oh, der dicke Bär war sehr, sehr hungrig und ein Apfel würde ihn wahrscheinlich sättigen. Der dicke Bär. Oh, das Wasser war zu tief. Wie sollte sie über den Fluss kommen? Vielleicht hilft dir ja der Bär. Oder soll ich noch mehr Äpfel holen? Ich hole mir noch einen Apfel jetzt. Komm. Wir holen noch mehr Äpfel. Erst nochmal. Ne, wir können noch einen Apfel holen. Lass mich raten, sie wird jetzt noch einen Apfel und der Bär geht dann über den Fluss. Guck mal. Oh! Sie warf den Apfel über, über den Fluss. Oh. Ja, der dicke Bär, der so hungrig war, streckte sich aus, um den Apfel zu erreichen. Okay. Oh, wie süß. Also, der Bär, der streckte sich, um über den Fluss zu kommen, aber hing dann fest. Und sie nutzte eine Seifenblase, um ihm zu helfen. Und der Vater fragte, wo geht's denn hin? Wo geht der Bär hin? Und sie so, ich weiß nicht, wahrscheinlich in die Schule oder so. Das ist ja niedlich. So sehen Kinder die Welt halt. Also ganz unkompliziert. Man kann ja was machen, was sofort funktioniert. Und naja, sollte man vielleicht auch nicht zerstören, sowas. Oh nein, zwei Hirsche kämpften im Wald. Ja, die Hirsche kämpften so wild, es machte ihr Angst. Und wie soll sie wohl vorbeikommen? Oh, kann ich auf die Pilze? Ja, natürlich. Das baut mich bestimmt hoch. Ja! Oh, guck mal, das sind Hirschgeweihe. Deer Antlers. Und jetzt? Jetzt soll ich so tun, als wäre ich ein Hirsch oder eine Hirschkuh? Dann wäre es ein bisschen gefährlich für sie, hä? Sie tut so, als wäre sie ein Reh und schleicht vorbei. Wie gut ist das denn? Und die glauben das auch noch, die Viecher. Und sie behält die Äste. Sehr schlaues Mädchen. Was streiten sie wohl? Und er sagt, keine Ahnung, was denkst du? Und sie sagt, ich weiß, sie müssen sich aus Versehen angerempelt haben. Die können wohl nicht so gut sehen. Hätten sie eine Brille, dann wäre das kein Problem. Und er sagt, ja, das kann wohl sein. Warum gibst du ihnen keine Brille? Und sie sagt, ja, jetzt können sie gute Freunde sein. Ah, oh, seht ihr mal, ich sag ja so, Kinder, die sind halt in ihrer Sichtweise noch ein bisschen unschuldiger. Oh, jetzt wird's aber düster. Das ist gerade so gut, Leute. Was ist das für ein gutes Spiel, bitte? Oh. Kannst du da... Ah, okay, sie kann da hochklettern. Okay, also... Sie klettert den Baum hoch und die alte Eule bewacht wohl den Brunnen. Also oben das... Das Wasser. Ah, hier. Oh! Die alte Eule ist gemein, sie lässt sie nicht vorbei.
kannst mein neugeborenes Baby füttern. Und ich lasse dich einen Tropfen des heiligen Wassers mit nach Hause nehmen, sagt die Eule. Aber wie soll sie dir das Baby füttern? Bin ich mal gespannt. Jetzt haben wir eine Eichel. Können wir bestimmt hier ins Loch packen, oder? Ja. Ach, mit einer Raupe. Oh, wie fies. Jetzt müssen wir die Raupe töten dafür, dass sie die Eule füttert. Oh nein, die ist gerade rausgefallen, die dicke Raupe. Naja, aber so ist es halt, ne? Gefressen und gefressen werden. Oder fressen und gefressen werden. Jascha nutzte einen Trick. Sie fing damit die Raupe, um die Eule zu füttern. Die Eule ist die Eule ist dankbar und lässt das Mädchen weitergehen. Oh nein, sie wollen die arme Raupe fressen. Natürlich, Babyvögel müssen essen. Wenn sie keine Schokolade haben, die schmeckt so viel besser. Ich gebe den Vögeln etwas von meiner Schokolade. Oh, die ist so ein liebes Kind. So ein liebes Kind. Und sie darf trotzdem weiter. Siehst du mal, das ist... Ja, so denken Kinder. Das finde ich irgendwie ganz niedlich. Oh nein, das Wasser ist schon lange vertrocknet und so kann sie die Blüte nicht zum Blühen bringen. Baba 不忍心看莎莎这么难过，把她叫来床边，告诉她：“没事了，没事了，爸爸只是要睡着了。只要你好好的，爸爸什么都不怕。” No, das ist traurig. Sie geht an das Bett ihres Vaters, er hält sich aus, sie weinen zu sehen und sagt: Hey, kein Grund traurig zu sein, Papa ist nur müde. Solange es dir gut geht, hat Papa keinen Grund zur Sorge. No, das ist echt traurig. Sasha aber ein schönes Märchen. Sie hat die Tränen in den Sand gelassen. Langsam kam die Tränen aus dem Sand. Das ist schön. Die Tränen wuchs. Die Tränen wuchs die Tränen. Ist das süß. Das Mädchen weint, weil es eben trauert um den Vater und durch die Tränen erblüht die Blume und der Vater realisiert, dass das Kind das Wertvollste im ganzen Land ist für ihn. Oh. Das ist echt rührend gerade. Weil er ganz viel Fungal sind, die Frau und die Frau sind in der 山坡上开了好多好多的郁金香，丰饶神也好开心。从此以后，莎莎和爸爸一起照顾这片花海，永远开开心心的生活在一起。Mag das The Lift Happily Ever After nicht? Also ja, die blühte ein Feld von Tausenden von Tulpen und die Fruchtbarkeitsgöttin war froh und so durften beide weiterleben. Bis an ihr Lebensende haben sie sich um die Tulpen gekümmert. Und fortan waren die Holländer geboren. Nein. Die Origami-Tulpe. Oh, das war jetzt so niedlich und jetzt wird es wieder richtig eklig. Ich weiß das schon. Aber es war echt ein schönes Märchen mit Moral und allem. Echt, echt toll. Hat mir gefallen. Doch. Total niedlich. Na gut. Nix gut. Ich meine, das Leben ist nie so schön wie ein Märchen. Wein, die Essenz der Erde und des Wassers, as it circulates within, also da sie sich darin dreht. Dein Qi ist verbunden, dein Körper ist gewärmt und die Kälte wird herausgedrängt. Freitagswissenschaftstipp. Dr. Shin Hongs Kolumne. Melancholie ist nur ein Vorzeichen für die Anxiety, also ja, für Ausgrenzung, sagen wir jetzt mal. Plötzliche Veränderungen in der Lebensumgebung können eine Verschlechterung hervorrufen des Zustandes. What? Warum ist hier so ein Karussell, so ein Drehteil? Brief von der Schule oder an die Schule. Lieber Schuldien. Dien? Okay. Ja, da mein Kind, Du Mei Shin, oft nicht auftaucht zur Schule, ja, möchte ich daran erinnern,
dass meine Intentionen nicht sind, die Arrangements der Schulausflüge zu verändern. Oder sowas. Habe ich jetzt falsch übersehen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es um die Schulausflüge. Da ihr Wettbewerb immer näher kommt, müssen wir einfach weiter das Training fördern, das sie erhält. Es ist kein Zweifel, dass sie das außergewöhnliche Talent von ihr erkannt haben und ihrem Charme im Fernsehen. Diese Attribute müssen weiter kultiviert und entwickelt werden. Jede Minute des Trainings ist wichtig für ihr Wachstum. Ihre Gesundheit und ihr geistiges Wohlbefinden sind auch von großer Wichtigkeit. The cold front comes in a long shot. Also, die Kälte kommt früh über die Küste dieses Jahr. Mei Xin hat eine Erkrankung, und wir können es nicht erlauben, dass sie kompetitive Rückschläge erleidet. Ich bin sicher, dass sie das nicht geschehen sehen wollen. Ja. Also, wie zuvor will ich, dass sie aus dieser Schulausflugssache rausholen. Und seien Sie sich versichert, ich werde ein weiteres Educational Bildungsouting arrangieren. Ich weiß gar nicht, was ich da übersetze gerade, aber es könnte stimmen. Ich bin sicher, es gibt weitere Trips, an denen wir teilnehmen können, die wirklich spaßig für Sie gestalten können. Bitte verstehen Sie und überdenken Sie Mei Xins besondere Bedürfnisse. Ja. Du fängst Yu. Toll. Also hat er gesagt, seine Tochter darf nicht an Schulausflügen teilnehmen, weil sie trainieren muss für ihre Auftritte oder was? Und gerade ihre Krankheit. Oh, Blüte, wir müssen blühen. Pflaumenblüte, wann wirst du blühen? Was ist fies? Das ist der Wein. Wir müssen uns um den Wein kümmern. Der hat ja jetzt gezogen für ein Jahr. Oh Gott. Ich sag ja, die Frau hat jetzt wahrscheinlich ein Jahr lang im Wein gezogen. Oder? Oh Gott, was sind wir denn jetzt? 9月19日，天气晴。 一个人在家的时候，我也觉得很害怕，越想越紧张，然后就会跟以前一样，头好痛，不能呼吸，一直发抖和咳嗽。好久没有这样了，不知道为什么，明明同学大家都好好的，但我就会想很多，很担心会有不好的事情，常常吸不到空气的感觉，睡不着。 在想说，睡着以后可能就醒不来了。睡不着的时候，爸爸都会带我去找何老师。感冒或身体不舒服的时候，爸爸也会带我去那里拜拜。因为我以前病得最重的时候，是给何老师看过才好起来的，所以爸爸很信任何老师。妈妈说不要太相信那个，可是爸爸相信，所以我也相信。 Okay, das Kind hat Angst zu Hause manchmal und ihr geht's nicht gut und sie träumt manchmal, dass sie nicht atmen kann und dann will sie gar nicht mehr schlafen und dann muss sie zu diesem Mentor Hoi mitgehen und Mutter vertraut ihr nicht, der Mentorin, und der Vater aber schon, deswegen traut die Tochter ihr auch. Natürlich geht's hier nur um Geld und Beten und so weiter. Oh, was? Was? Was ist das denn? Liebe macht deine Familie. Die Frau. Liebling, du bist unser Schatz. Du musst wissen, dass Vater und Mutter ihre Zukunft für dich geben werden. Wenn du alt bist und nicht mehr laufen kannst, dann wirst du dich um uns... Nee, was? Wenn wir alt sind und nicht mehr laufen können, dann wirst du dich um uns kümmern, ja? Ich verstehe, Mutter. Close up. Ein Blick auf die Ornamentkiste oder Ornamental Crest, also eine Halskette oder sowas. Eine Seiden-Garb and
Gilded Shoes. Achso, das ist das Kleid der Mutter und die Schuhe und, ne, ihr wisst schon. Und das, dieses Krönchen. Ehefrau. Versprich Mutter, dass du... was? Gilded Chief Renown. Achso, das, versprich Mutter, dass du es etwas erreichen wirst und diese kostbaren Gegenstände werden dir gehören. Das Kind. Danke, Mutter. Ich verspreche, dass ich deinen Wunsch nicht leicht auffassen werde. Wenn ich aufwachse, will ich zurückgeben, was ihr mir gegeben habt und mehr. Ich werde ein Leben der Dankbarkeit... Abundance. Ja, ich werde ein Leben der Hingebung führen oder sowas. Naja, die Frau ist sehr, sehr erfreut. Sie glaubt, dass die Aufwendungen und die Mühen, die sie investiert hat über die Jahre, sich am Ende auszahlen werden. Und ich habe ein Relief-Fragment. Da ist eine Frau reingraviert. Nehme ich mal mit. Oh mein Gott, diese Schlange, wie sieht die denn aus? Die hat sich von irgendwas zu Tode geschluckt. Also irgendwas hat die verschluckt und ist daran gestorben. Das war es doch eine Schlange? Aber sinnbildlich... sehe ich nicht, hat sie... ist, ich verstehe es einfach nicht. Oh, warte. Warte mal, wo kann ich jetzt... Die hat es nicht geschafft, einen Punkt hätte noch gefehlt. Ah, oh, wie scheiße. Wie kann ich denn... Kann ich irgendwo nochmal das aufrufen, wo die ganzen Sachen waren? Die ganzen Gegenstände? Nee, ne? Die ganze Zeit rumschreit. Also das Kind ist doch total traumatisiert danach, weil sie den Score nicht erreichen konnte. Was soll das denn? Armes Kind. Armes Kind. Die wurde so getriezt und so getreten, dass sie das erreicht, aber... Ich muss gleich das Bild nochmal lesen, wenn ich nochmal die Möglichkeit habe dazu. Aber ich kann irgendwie auch... Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert hier. Ich schnauze jetzt mit dir. Patschi. Das ist hey. Ich sehe raus, bevor es nochmal kommt, dieser Loop, ich dreh durch. Bam. Das ist total bescheuert, die Frau. Oh, wir haben alles. Wir haben alle vollständig. Aber dann, vergiss nie, jede Krankheit kann beseitigt werden. Alle Leiden stammen aus demselben Bösen in uns drin, in uns selber oder aus uns selber. Artikel, was? Smiling under the lens. Text von Du Feng Yu. Also, das Lächeln unter der Linse. Ja, wir haben alles hier jetzt fertig. Zumindest in diesem Jahr. Gehen wir nochmal nach 1980 zurück, vielleicht. Da brauchen wir immer noch die Nummer für das Ding. Also für das Schloss, oder? Habe ich das schon gelöst? Die Marblebox habe ich geöffnet, aber ich weiß nicht, wie ich den Schrank aufbekomme. So war das. Aber warte mal, ich hab's doch hier. 7146, da hat doch irgendwas gestanden mit der Nummer 07. Warte mal. Da war ja irgendwas. Auf dem Bild von dem Kind. Also die Frage, kriege ich hier nochmal einen Text? Ich weiß halt nicht, wie ich das jetzt öffnen soll. Oder warte mal ganz kurz, ich schau mal die Optionen. Und dann gehe ich mal auf die Controls, wie wäre es damit? Inventory mit T, Notes mit R. Gut, da haben wir es doch. Für meinen Geburtstag dieses Jahr hat Mei Shin Home Sweet Home gespielt. Unten auf dem Bild steht 0716. Schreibe ich mir das auch mal auf. 0716. Das wird der Code sein für die Box, sage ich euch, weil das war das Lieblingsbild.
Und hier brauchen wir den. Hier brauchen wir die Tulpe, warte mal. Tulpe. Ja! Und die saugt es erstmal in den Topf. Und sie wächst tatsächlich. Sie gar nicht. Ich hoffe, dass sie in der Zukunft einmal blühen wird. Okay, dann lassen wir sie blühen. Oder wachsen erstmal weiter. Aber Blumen brauchen eigentlich keine 5 Jahre, bis sie blühen. Dann gucken wir mal. 0716. Das stimmt. Aha. Schauen wir uns mal die Theateraufführung. Oder wir sind selber. Kinderhände. Wir krabbeln, oder was? Ja, wir krabbeln. Ja, was werden wir uns greifen? Die Flöte? Die böse Statue? Der Abakus? Spritze für Medizin wahrscheinlich. 3月24日天气晴，大衣柜是我的秘密基地。每次叔叔阿姨来的时候，爸爸妈妈都会叫我去打招呼。但是我觉得陪客人聊天好麻烦，我不喜欢被问那些问题，也不知道讲什么，所以我都躲起来等他们走掉。Ja, sie hat sich immer im Schrank versteckt, wenn Besuch kam, weil Vater sagte, sie soll sie grüßen, aber sie wollte das nicht. Sie hat eh nicht viel zu sagen, meint sie. Das ist Geld. Wisst ihr eigentlich, dass diese Münzen immer so Löcher haben? Weil früher haben die Chinesen keine Münzbeutel gehabt, sondern Münzringe. Und dann haben die so aufgefädelt. Und generell in so Ländern war es üblich, dass man die als an Ringen getragen hat und nicht in Münzbeuteln. Das kam so aus Europa wahrscheinlich. Und irgendwann haben sie dann auch das Papiergeld erfunden, die Chinesen. In der衣柜里面我可以小声唱歌，可是没有人在听，所以我都乱唱。我觉得在衣柜里，我唱的比在台上还好听。 Sie sagt, in ihrem Schrank kann sie singen, wie sie will, und sie singt wahrscheinlich auch besser als auf der Bühne. Oh Mann, und da wird sie nicht gestört und ist auch nicht so nervös wie auf der Bühne, im Schrank. Oh nein, das arme Kind, sie wurde halt echt dazu gezwungen, dass sie singt. Ah, der Birthday Grab Script. Szene 7. Bergfahrt, außen. Hört die Neuigkeiten des ersten Geburtstags des Kindes. Entfernte Freunde und Verwandte kommen und feiern. Verwandter A. Wenn du erwachsen bist, dann wirst du akzeptiert werden oder wirst du es geschafft haben, was auch immer. Verwandter B. Du wirst ein Imperial Official, also ein hoher Regierungsbeamter. C. Oder du kannst ein Händler werden. D. Oder ein Doktor ist gut. E. Wie wär's mit General, also ein General? F. Du wirst reich sein. G. Gain Notoriety, also weiß ich nicht. H. Und erhalte Prestige. Okay. Sie alle drehen sich und fassen auf den Kopf des Kindes wie eine Art Glücksbringer, also ein Segen des Glücks. Ein Gegenstand des Schutzes oder der Sicherheit. Token of Safety und ein Fragment mit einem Mädchen darauf eingezeichnet. Gut, dann haben wir schon das zweite. Jetzt brauchen wir noch das dritte, dann haben wir alles. Und da hole ich jetzt wahrscheinlich die Tulpe und das war's dann, oder? Trotzdem, warum ist das so unheimlich verpackt? So als Geschichte wäre es auch schon genial. Nur diese Scares müssen halt sein, um einen bei der Stange zu halten, glaube ich. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ah, wir haben alles fertig. Warte doch, dass wieder was Unheimliches kommt. Die Kommunikation zwischen Kind und Eltern ist wichtig. Und do not neglect to show affection. Ja, und sollte man nicht abweisen, das Kind. Der Birthday Grab ist ein Test für ein Jahr, Einjährige. Und bekommen sie einen Ausblick auf ihre zukünftige Karriere. Ist doch Quatsch, sowas. Ich meine, das Kind greift sich wahrscheinlich das, was ihm am besten gefällt, einfach in dem Moment.
Als so ein Aberglaube. Und hier sind die Tulpen überall. Guck mal, die blühen jetzt. Ich glaube trotzdem, es war nicht sehr blühend, was mit dem Kind geschehen ist. War eher sehr traurig und das Kind ist gestorben und die Mutter ist tot und der Vater ist wahnsinnig. 今天我的病还是没有好，又要一整天躺在床上，真的好讨厌。但是有一个好事，那就是爸爸送了我一个礼物，是一本故事书，睡觉的时候他一句一句的念给我听，我还在上面乱画，把故事改得很好笑，好好玩。爸爸教我折故事里的那种花，色纸用完了，我们就拿爸爸不要的稿纸来用。 一开始折得很丑，可是爸爸很认真教我，真的好开心。而且折了很多魔法的郁金香后，我的呼吸就变得很顺，真的好神奇哦。我偷偷把最漂亮的一朵藏在书里面，这样写藏念故事的时候，爸爸就会看到了。Oh, wie schön! Ihr Vater hat ihr ein Storybook mitgebracht, also ein Geschichtsbuch. Und sie hat angefangen, Origami zu falten. Also ihr Vater hat sie beigebracht, wie man eine Blume faltet. Und das, auf einmal ging es ihr besser. Als wäre es Magie. Als sie die Tulpe gefaltet hatte. Ein kleines Klavierchen. Music. Es hat immer mehr von Layers of Fear, oder? Das asiatische Layers of Fear gerade. Skript Tulpe. Close-up. Im schwachen Kerzenlicht sitzt der Ehemann ja nicht gerade beherzt an seinem Schreibtisch. Also niedergeschlagen, so. Die Stimme des Mannes, Monolog. Oh, ich kann mir nichts ausdenken. Bin ich jetzt am Rande meiner Kreativität angekommen? Close-up. Außerhalb des Raums sitzt ein Kind auf dem Boden und kritzelt auf ein Stück Papier. Der Mann sieht herüber und merkt, dass es eines seiner abgelehnten Skripts ist. Oh. Der Mann ist sehr wütend. Hey, leg das hin, sofort! Der Mann rennt herüber, nimmt sich das Papier und sieht, dass es in eine Papierblume gefaltet wurde. Das Kind. Papa, sieh mal, ich habe diese Tulpe für dich gemacht. Und nein, mit gemischten Gefühlen nimmt der Mann die Papierblume. Ja, dieses Papier wurde von der Welt abgelehnt. Und aber von seinem Kind sehr gewertschätzt. Oh, das ist doch süß. Ja, ein Mann ist darauf eingraviert. Ja. Blumen und Liebe habe ich jetzt erhalten. Flowers and Love. Jetzt nochmal ein Foto von dem Kind. Och man, das ist doch süß von ihr. Ich sage ja, er meinte, er hat gemischte Gefühle. Also von wegen. Einerseits wurden die Papiere abgelehnt von der Welt, aber die Tochter hat es als Schatz genommen und hat ihm eine Blume draus gefaltet. Das ist doch niedlich. Finde ich einfach nur süß. Warum aber sieht man nirgendwo sein Gesicht? Nicht auf einem Bild ist sein Gesicht zu sehen. Schämt er sich vielleicht? Kann er sich selbst nicht in die Augen blicken? Spiegel sowieso funktioniert nicht, aber vielleicht hat er sowas Schlimmes getan, dass er sich jetzt für alles schämt, zurückwirkend. Was muss das Schreckliches gewesen sein, was passiert ist auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Daily Dexterity, also tägliche Geschicklichkeit, Origami-Tulpen. Naja gut, so schwer sah das jetzt nicht aus. Ich habe selber mal Origami gefaltet. Ist total cool für die Fingerfertigkeit. Ach, lass mich raten, hier muss ich den Ring einsetzen. Oh, das gefällt mir aber kein Stück. Don't do it! Oh! Oh! Oh, da kommt sie! Oh, ich weiß nicht, wo ich richtig bin. Oh! Oh, sie kommt immer näher. Oh. Oh.
Falsche. Hier war ich schon mal. Lauf mal. Ah, da kommt sie schon wieder. Was passiert, wenn sie uns erwischt? Sind wir dann tot einfach? Oh, Aufzug. Oh nein, sie kommt. Hau doch noch mehr drauf, da geht's schneller. Nein, tut's nicht. Oh nein, das ist so fies. Was hat er getan? Hat er sie jetzt echt umgebracht oder was? Oder hat er sie einfach zurückgelassen? Hört doch Filmschauspielerin.被自己的丈夫当成妖魔鬼怪，美心从小就爱黏着爸爸，父女俩三天两头就往老师那边跑，我根本没办法，所以我决定这次演出之后，我要带着一家子离开那里，去一个平静点、单纯点的地方。Ja. Die Frau wurde gefragt, warum sie zurück ist ins Filmbusiness und sie hat gesagt, ja. Ihr Mann hat sich nur um sich selbst gekümmert, war ein Dreckschwein und ja, hat die Familie vernachlässigt, ist nur seinen Träumen hinterhergejagt und deswegen ist sie wieder ins Filmbusiness und zum Gesang zurückgekehrt. Du Fengyu. Ich habe mich sehr gefreut. Sie sehnt sich zurück zu den Tagen, wo alles einfach war und sie glücklich waren. Der hat ihn verlassen einfach nur. Er hat sie getötet, oder was? Schönes Stimmchen. Aber mit dem Regenschirm in den Aufzug und überhaupt drin im Haus? Na gut. Was ist mit der Tochter passiert, frage ich mich. Ihn verlassen, nachdem die Tochter gestorben war, oder? Ja, sammle die Fragmente der Vergangenheit und sie in ein makelloses Geschenk zu verwandeln. Ja, irgendwas gehört hier hin, aber ich weiß nicht was. Das wohl, ha? Das ist so gut gemacht handwerklich, dieses Spiel. Es ist fantastisch.
arglose Familie. Hab ich erhalten. Aber nichts ist hier makellos oder perfekt. Wie steht's hier? Der hat gesagt, du verpasst nie eine Wiederholung, du bist ihr größter Fan wohl. Oh, wie creepy ist das? Warum steht sie einfach da? Warum? Oh mein Gott, ist das unheimlich, meine Fresse. Die Mutter ist einfach abgehauen und hat das Kind und den Mann zurückgelassen, oder was? Oder hat er die Frau umgebracht und ich weiß jetzt auch nicht. Hat dem Kind erzählt, sie kommt nicht mehr wieder oder sie ist weggegangen. Oh, wie krank. Wie das Kind. Oh nein. Meine Familie. Es gibt drei Menschen in meiner Familie. Ich habe einen Vater, Mama. Blutanalyse, nichts Außergewöhnliches. Psychiatrische Behandlung wird empfohlen. Meine Tochter ist nicht verrückt. Ist sie einfach nur verrückt? Nee, oder? Hat sie einfach nur unter Anxiety, also diese gesellschaftliche Angst gelitten oder was? Oder? Nee. 我是何老師。 Das ist schon wieder diese Mentorin, sie will, dass er rüberkommt und betet und dann wird dem Kind besser gehen. Hat letztes Mal schon funktioniert, es wird wieder funktionieren, weil ihr geht's richtig schlecht, hieß es gerade. Er fällt einfach auf so eine Scharlatanin rein. Alter Schwede. Er erzählt ihm einfach nur, es wird wieder besser und dabei will sie nur Kohle haben wahrscheinlich, oder? Und er glaubt es wahrscheinlich einfach so, weil er versucht jede Möglichkeit auszuloten, dass es seinem Kind besser geht. Was für das Gesicht? Also Augenbinde? Ja. Er betet, dass ihre Seele gereinigt werde und ihre Krankheit. Ja, siehst du schon was? Wurde gefragt.
那是美心的元神。烛火怎么样？Herzenflamme sei Meixin und... 火在闪烁，代表他现在魂不附体。Die Kerze flackert. 还有看到什么？有看到美心吗？ Siehst du schon was? Irgendwas von Meixin? 那你要找，看有没有你女儿的痕迹，看有没有可以通行的地方。Du musst etwas finden, was ihr gehört. Irgendeine Spur nach draußen oder so. Ja, hier, das Stück Stoff.Die Tür, wie wär's damit? Ich hab die Augenbinde auf und muss trotzdem mit sehen können. Also der Geist des Weiterleitens, Qingo Guanjin. Ich weiß nicht, wie es ausspricht. Ich sehe fast gar nichts. Das ist aber, glaube ich, wirklich auch so gewollt, oder? Durch das Tuch. Etwas, was Meixing zurückgelassen haben könnte, Folge der Lichtspur. Also jeder Lichtquelle. Das Boot. Was siehst du, ein Papierboot? Sprich mir nach. Ja, das Wasser bietet einen Weg und die Fähre einen Transport.Gottheit bietet dir eben einen Weg. Was jetzt? Siehst du einen Fluss mit Laternen darin? Gibt's da, kann man dort entlanglaufen? Die Sandbank ist eine Manifestation von Qigu Guang und sagt dir, wie du weitergehen sollst. Okay.Du glaubst doch den Schwachsinn nicht ernsthaft, was sie dir sagt. Irgendwas, das heraussticht? Nicht wirklich? Bist du eine Brücke? Du bist jetzt kurz vor dem Übergang in die Unterwelt. Folge einfach dem Licht. Achte nicht auf das, was du siehst, oh Gott. Achte nicht auf die Menschen unter der Brücke.Falsch, er fühlt sich in die Erinnerung an. Was zum Geier? Boah, das ist süß, das geht hier vor sich. Torweg, immer noch ein Pfad. Eine Treppe, dann geh weiter. Das ist die sagewobene, grenzenlose Treppe. Geh in diese Welt mit all seiner Grazie von Qigu. Du先生.这是地狱惩罚罪人的地方。Das ist der Pfad zur Hölle, wo die ganzen Sünder ihre ewige Strafe erhalten. Das kümmert dich nicht. Fass nichts an, geh einfach weiter. Mach dir keine Sorgen, deine Tochter ist nicht hier. Da nichts anfassen, ja? Oh, die müssen die Steine hier auseinanderhalten.Es sind die Sünder, sie vertragen, also sie verdienen kein Mitleid. Geh einfach weiter und pass auf, wo du hintrittst. Schwede. Halt nicht an, geh einfach weiter. Was? Das ist voll krass. Also hat diese Mentorin doch recht. Ich glaube, irgendwie haben sie. Habe ich das vielleicht verwechselt mit einem Medium? Oder haben die das verwechselt? Haben sie es falsch übersetzt?Nicht Mentor, sondern Medium. Also eine Geisterfrau eben, so eine Spiritualistin. Na gut, du hast es durchgeschafft. Kann aber zurückgehen, also kein Problem. Also
sucht er jetzt den Geist seiner Tochter, die nicht mehr lebt, oder was? Und versucht so mit ihr Kontakt aufzunehmen, oder? Siehst du einen Baum? Das ist der Baum des Lebens, oder dein Baum des Lebens. Wenn du Tigu gewahr werden willst, musst du erst in dich rein, in dich selbst reinsehen. Und dem Pfad weiter folgen. Was du siehst, ist dein inneres Selbst. Du musst den Weg nach oben finden. Der Pfad führt dich in dein tiefstes inneres Selbst. Das sind Kugelschreiber, also so Füllfederhalter. Die Kugelschreiber. Was? Zum Geier. Ein riesiger Füllfederhalter. Seht ihr das? Das ist so krass. Ich weiß halt nicht, wie die Qualität jetzt ist. Ich werde es noch ein bisschen nachbearbeiten müssen. Ich soll mein Yuan Chuang benutzen, um wenn ich die Weisung zu erhalten von Qigu. Siehst du den Eingang? Wenn du reingehst, bist du auf dich selbst gestellt. Wenn du in Schwierigkeiten gerätst, dann hör auf Qigu, der wird dich leiten und ignoriere alles, was du hörst und siehst. Also erzählt die Frau keinen Scheiß, die will uns wirklich, die hilft uns wirklich, oder wir glauben das jetzt gerade nur, ich weiß nicht. Hey. Hey. Du Feng Yu. Kann hier. Ja, ich bin's. Einige Jahre her, du hast mich schon vergessen? Erinnerst du dich an die kleine Blume? Die ich gepflanzt habe? Sie hat diese Blume wirklich gemocht. Sie jeden Tag bewundert. Und jedes Mal, wenn eine Blüte hinunterfiel, hat sie sie mit ihren eigenen Nägeln ersetzt. Was, wenn sie gelb wurde, hat sie mit ihrem eigenen Blut gewässert, also wenn sie welk wurde oder... Schaute zu, wie die kleine Blume endliche Blüte. Oh, wie wichtig sie ihr war. Halt die Schnauze. Aber natürlich... ist die Blume immer noch klein. Sogar wenn sie blüht, kann sie ihr eigenes Gewicht nicht tragen und bald schon wird sie zerquetscht werden. Schrecklich, oder? Aber wir haben diese Geschichte geschrieben, oder nicht? Du hast immer noch eine Chance, sie zu retten. Geh schon. Geh einfach weiter. Jetzt nimm, was du am meisten begehrst, deine größte Hoffnung. Oh mein Gott. Keine Chance, dass die Blume schön wird. Du kannst sie nicht retten. Daddy hat einen guten Job gemacht. Daddy behandelt mich am besten. Daddy ist meine liebste Person auf der ganzen Welt. Egal was, Daddy ist immer da. Daddy nimmt mich mit nach Hause. Daddy, lass uns spielen. Daddy, nimm mich mit nach draußen. Daddy, lass mich raus. Lass mich raus. Lass mich hier raus. Dad. Daddy, du ignorierst mich, bitte. Bitte bring mich nach Hause. Lass uns rausgehen, spielen. Nimm mich raus. Und so weiter. Das ging aber schnell. Mantra wiederholt man eigentlich mehrere Mal und nicht nur einmal, dass was passiert. Qigu, erhebe dich und lass die Welt erstrahlen. Dein Glaube hat das ganze Böse beiseite geräumt. Mädchens Seele ist hier drin gefangen. Wenn du sie befreien willst, musst du ein Opfer bringen an Qigu. Solemn Oath? Das ist Opfer? Naja. Ich übersetze hier simultan. Das ist natürlich sehr fehleranfällig, sage ich euch gleich. Ah, es ist unheimlich hier. Der Typ, wie er aussieht.
Wie oft das Spiel jetzt schon so einen Stil wechselt, es ist fantastisch einfach. Ich find's hammerhart, was das Spiel alles macht. Das ist ein Löffel. Da drüben ist wieder eine. Oh, das Auge! Ich opfere mein Licht, bitte lass meine Seele, lass ihre Seele aus dem Karma Zirkel, aus dem Karma-Kreis entkommen. Das Auge rausgerissen. Scheiße. Er opfert sein Augenlicht für seine Tochter, ja? Oh, ich kann wieder sehen, aber... Das eine Auge ist wohl raus. Jetzt wieder noch das andere Auge. Ist aber netter Gott. Ich meine... Allein schon die Absicht, alles zu geben für seine Tochter, sollte doch ausreichend sein, oder nicht? Das ist einfach nur zu krank gerade für mich, so ein bisschen. Na komm, das nächste Auge kann ja auch noch gehen. Wer braucht schon ein Augenlicht? Das sieht fies aus jetzt. Erst ein Löffel und jetzt so eine Kralle. Oh, damit geht's wahrscheinlich schneller, denke ich mal, ha? Huh? Das ist... Nee. Nee ist das. Nee. Mach's mal nicht, ne? Zunge! Ich müsste damit die Zunge rauskriegen. Also er opfert seine Zunge jetzt für die Tochter. Kannst du nicht rausreißen? Wie willst du das machen? So, ein Fleischlappen, du. Daran würde jetzt eigentlich schon verbluten. Daran würde definitiv verbluten, Leute. 接下来是最后的祈愿。Ja, Mei Xin Seele ist zurück. Du musst dein letztes Gebet vollführen. Da, wo deine Bemühungen begannen, sollen sie jetzt enden. Alter, schwer. Der würde verbluten durch den Blutverlust. Das ist viel zu viel, die Zunge. Was ist bitte für eine Schere? Was soll ich mir jetzt abschneiden? Mein Blut, okay. Okay, er gibt einfach nur sein Blut jetzt für seine Tochter. Viel Spaß. Vielleicht zu Zunge und Auge kann das nicht so schlimm sein, glaube ich. Ah, oh, ja, dreh noch die Schere ein bisschen. Oh, scheiße.
现在算是完成了。最后诚心的叩拜慈姑观音，只要慈姑观音感应到了，一切就会圆满。Das Leiden. Ja, das machst du gerade selbst, glaube ich, ganz gut mit dem auf Boden aufschlagen mit dem Kopf. War alles eine spirituelle Opferung oder wie, hä? Ich hoffe doch für ihn. Ja, das Guangling-Ritual. Spirituelle Verlinkung oder Verknüpfung. Das Guangling-Ritual ist das Ritual, das schon seit seit Ewigkeiten weitergegeben wird, schon seit Jahrhunderten. Mit der Führung eines spirituellen Mediums ist es möglich, eine Inkarnation mit einer Inkarnation deiner selbst in die geistige Welt einzutreten, so was wir jetzt gemacht haben zum Beispiel. Der Yongchen-Palast ist das innere Selbst einer Person, das innere Bewusstsein. Indem man seinen eigenen Yuan-Chen-Palast beobachtet, kann man die Seele in Einklang bringen, die Aura stärken und das Schicksal voraussehen und formen. Um das Ritual einzuleiten, muss man erst seine Adresse und sein Horoskop aufschreiben. Das Geistermedium wird einige Fragen beantworten und den Wirt zu seinem zu seiner bevorstehenden Antwort bringen. Normale Fragen beinhalten sowas wie die Karriere des Menschen, das Glück und die Gesundheit. Also die Fragen, die man stellen kann. Wenn jemand wirklich krank ist, kann er auch nach Heilung und Dings fragen, nach Regenerierung oder Gesundwerdung. Das haben wir noch vergessen. Eins habe ich vergessen, zwei. Zwei Stück habe ich nicht gefunden bisher, zwei Texte. Vielleicht finden wir die ja noch. Aber ich glaube, es geht nicht mehr lange. Wie ich so drüber nachdenke. Ja, seht ihr mal, da haben wir noch eins. Rituelle Konsultation, Notizen. Eine Sandbank verbunden mit Wasser. Lotus verbunden mit Subjekten der Seele und der Unterwelt. Wenn man sieht, wie ein Lotus im Wasser versinkt, dann muss das Subjekt in Flüssigkeit ertränkt werden. Und indem man eine Schüssel mit Blut darbietet, man muss Wein in einen Container schütten, kein Wasser. Die Anmerkungen des Mentors. Wein wärmt den Körper, trägt die Kälte nach draußen. Ein Weinbad ist gut für den Körper. Indem man, wenn man darin badet, dann ist das gut für die Gesundheit und erlaubt, alles im Fluss zu bleiben im Meridian-System. Chigu wird seine Geisterschlange schicken, in den Körper schicken und also in den schicken, der im Wein badet und wird alle Leiden heilen oder lindern. Rituale, also vorgeschlagene rituelle Schritte. Die Person bedeckt ihre Augen mit einem Stück rotem Stoff, welches sie mit der Geisterwelt Kontakt aufnehmen lässt. Man bereitet eine Flasche puren Weins vor und mixt sie nicht mit Wasser. Sorghum-basierende Liköre sind optimal. Ja. Dann sei die Geisterschlange innen zu platzieren. Die Person opfert oder bietet ihr Blut in einem Container an, eine Seele für eine Seele. Dann wird das Objekt in dem Container platziert. Das Subjekt verlässt den Container als neue Person. Beten und also niederknien und beten wird die Anerkennung von Chigu garantieren. Das Subjekt wird den Container verlassen, wenn es voll erholt ist. Niemand unter keinen Umständen soll das Ritual stören. Eine Kassette. Consultation Recordings. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nicht, dass wir jetzt irgendwie rausfinden, dass das Kind... Wer war denn in dem Bottich? Waren wir in dem Bottich? Nein, das war jetzt sinnbildlich wieder mal, oder? Ja, ich will es gar nicht wissen. Eigentlich, aber ich will es mir anhören, natürlich.
开。叶妈妈，你再说一次。Mrs. Ye, sagen Sie mir das nochmal. Ja, fühlen Sie sich nicht jedes Mal erholt und erlöst, wenn Sie gebetet haben? Ja, es ist sehr wohltuend. Und es scheint für meinen Sohn nicht zu funktionieren. Er ist schon zweimal durch sein Examen gefallen. Ich bete für ihn jeden Tag. Und ich habe gebetet jeden Tag und es hat sich nichts verändert. Soll ich mehr Geld geben? Ich kann tun, was immer nötig ist. Ich kann mehr Geld geben. Bitte, Mente, sagen Sie mir, was ich tun soll. Keine Sorge, es gibt immer einen Weg. Ich werde Sie anweisen. Ja, bitte, danke, Mentor. Alles schön, die hat die Leute ausgenommen. Ich wollte nur fragen, ob die Methode wirklich funktioniert. Sie sagt ja. Ich habe das Mantra wiederholt und die Frau hat ihn immer noch nicht verlassen. Ja, dann waren sie wohl nicht wirklich bereit dazu, oder dann haben sie sich nicht wirklich eingesetzt. Und sie sagt, doch mit all meinem Herzen, ich will einfach, dass sie sich trennen. Die Betrügerin, der Talisman war nutzlos. Und Sir, ich zeige das auf. Ja, er hat alles bezahlt und sein Vater ist trotzdem gestorben, obwohl er noch ein paar Jahre leben sollte. Das ist eine scheiß Betrügerin. Wie gesagt, er wollte, dass sein Vater noch ein bisschen lebt, hat dafür so einen Talisman bekommen und sie sagte, ja, der wird noch ein bisschen leben. Und dann ist er trotzdem gestorben, obwohl er noch 2 Jahre, wie gesagt, hätte da sein sollen. Die hat einfach nur die Leute ausgenommen hier. Guck mal, die Frau ist das bestimmt. Die da. Krass, und ihn hat sie auch einfach ausgenommen. Sie hat uns verarscht. Sie hat uns gesagt, wir können unsere Tochter retten, pipapo. Voll für den Arsch war das. Elende. Und jetzt ist er arm und kann seine Tochter immer noch nicht retten. Oder sie ist halt immer noch tot. Allerdings hat er es offensichtlich geglaubt, dass es... Und er hat es auch gesehen, was passiert ist, oder? Andererseits war es nur so eine Autosuggestion. Sie hat ihm gesagt, was er sieht, und er hat es wirklich gesehen. Wenn jemand an was glauben will, dann ist es natürlich alles drin, ne? Dann sieht er das auch. Was eine blöde Mistkuh. Hallo, Mr. Du. Okay, hören Sie mir zu. Erst bereiten Sie den Schlangenwein vor. Haben Sie zu Hause eine Badewanne? Ja, gut. Dann in die Badewanne damit. Oder machen Sie es in der Badewanne. Mai Xing wird es gut gehen. Keine Sorge, bleiben Sie stark und seien Sie einfach hingebungsvoll. Oder beweisen Sie Ihre Hingebung. Oh nein, was hat er getan? Ja, wer ist da? Ah, Mr. Du, ja, natürlich. Ich weiß. Wissen Sie, ich versichere Ihnen, dass Sie sich um nichts Sorgen machen müssen. Geduld ist einfach essentiell hier. Für dieses Ritual... Was? Sie müssen einfach nur Glauben haben, Mr. Du. Einfach nicht unterbrechen. Lassen Sie im Badezimmer, bis sie vollkommen vollgesogen ist. Wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie mich an. Sie dürfen das Ritual nicht unterbrechen. Hat er es mit seiner Tochter gemacht und sie ist gestorben dabei, oder wie? Oh, dieses Miststück, diese Scharlatanin. Er hat seine Tochter wahrscheinlich umgebracht mit diesem Ritual. Und hat dieser blöden Frau vertraut, was sie ihm erzählt hat. Den Scheiß, den sie ihm erzählt hat mit Chigu, dass er das geglaubt hat. Oh mein Gott, nein, oder? Die 9 fehlt noch. Irgendwas mit Gobok. Was war da? Das ist ganz kurz gesehen. Seht ihr? Muka. Was steht da? Gott Noak. Nuka. Okay, ich kann es nicht. Oh nein, komm schon. Der hat doch nicht sein Kind jetzt in der... Boah. Hoffentlich
Hoffentlich kann ich sie noch ertränken, wenn sie das, wenn er wirklich... Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Die Tulpe.9月29日，下雨天，妈妈很久没有回家了，我很想她。我忍耐不要哭，可是越忍胸口越不舒服。有一天，就开始不能呼吸了。爸爸说这次不用看医生，明天我们去看何老师，病马上就会好。但是爸爸一定不知道，我已经有治好病的方法了。我已经折了好多好多郁金香了，还差一点点就可以放满整个房间了。可惜爸爸最近都忙着拜拜念经，没办法陪我一起折。只要折到和故事里一样多的郁金香，我的病一定就会好了。病好后，我要继续练唱，变得更厉害，唱得更好。然后总有一天，一定会实现我的生日愿望。变成大明星，让爸爸妈妈一起坐在电视机前面看我唱歌，大家开开心心的聚在客厅。我好喜欢那个时候。Ja, das Kind sagt, sie hat sich schon selbst fast geheilt mit den Tulpenfalten und sie will nicht noch zu einem weiteren Doktor und jetzt geht sie bald zu diesem Mentor mit ihrem Vater, diesem Medium. Mann. Und dann sagt ihr Vater, wird sie wieder gesund werden. Und die hat ihm einfach nur das Geld abgeknöpft, diese dreckige. Ja, und ihre Mutter ist schon länger nicht mehr zu Hause gewesen, wahrscheinlich weil sie die beiden verlassen hat. Was aber auch richtig scheiße ist, dass sie sich nie um das Kind gekümmert hat. Der Traum endet hier. Obwohl ich enttäuscht bin, bleiben meine Augen trocken. Wir lassen den Ozean austrocknen mit unseren Stimmen. Wir freuen uns an der Bitterkeit. Das chaotische Licht. Ich schließe meine Augen und sehe. Kind ist dabei gestorben, nehme ich jetzt an, und er hat das jetzt gerade erst akzeptiert, dass sie ihn beschissen hat, diese blöde Kuh. Weiß ich nicht. Ich hoffe halt immer noch, dass irgendwas anders ist, als ich denke. Weil es ist alles etwas sehr verschwurbelt und man hat... Also ich zumindest habe jetzt im Laufe des Spiels immer wieder gedacht, das wäre was anderes. Ich will über das Universum reden und den Himmel. Über das Geröll. Am Strand und das Leben. Ich will lachen über meine Absurditäten. Nee, wisst ihr immer noch lachen über meine Absurditäten?岁时和人生，你会不会？
是坦率地笑着我的荒唐，无处混乱又无处失眠。我Ich hab keine Ahnung. Papa, wollen wir heute ja ba? Papa, lass uns nach Hause gehen. Ist jetzt alles in seinem Kopf passiert? Ist es wirklich geschehen? Er hat seine Tochter getötet und ist mit ihr gestorben jetzt quasi? Oder? Und warum war die Frau, seine Ehefrau, warum war, sah die aus, als wäre die tot? Oder als wäre sie ein Monster? Oder hat er es nur das Monster empfunden für sich, die Frau? Ich bin echt irgendwie ratlos, leider. Ich weiß leider gar nicht, was ich davon jetzt mitnehmen kann. Was Schein ist und was echt. Aber es war sehr gut und sehr schön gemacht, auf jeden Fall. Und sehr traurig auch so zwischendurch. Da Heimann ist Pola. Und das war's wohl, Leute. Ja, was soll ich sagen? Red Candle Games. Noch nie was von denen gehört, aber ich fand es so in der Ausführung fantastisch. Also es war der Hammer. Nur, wie gesagt, ich habe es nicht so ganz verstanden. Vielleicht könnt ihr mich aufklären und andere. Ich werde es nur ein paar Parts unterteilen. Also ich werde es nicht am Stück hochladen. Und dann mal sehen, wie es euch gefällt. Ich bin echt gespannt. Es ist halt mal wieder was Deeperes mit Story. Aber ich fand's Wahnsinn, also die ganzen Spielelemente und wie es das immer gewechselt hat, auch mit dem Märchenbuch, Hammer. Na gut, Leute, ich will nicht zu viel quatschen, wir hören uns das schöne Lied an. Ich danke euch sehr fürs Zusehen, danke fürs Liken und Kommentieren und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder zu einem anderen Horrorspiel. Viel Spaß.